Mein Name ist Werner Itzinger, ich bin Präsident der Digital Society. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, den es seit 2,5 Jahren ungefähr gibt. Und die Geschichte der Digital Society geht eigentlich ins Jahr 1987 zurück, oder eigentlich 86. Da war ich am TGM, HTL Wien 20, Absolvent. Und der hier im Publikum sitzende Franz Fierler war mein Klassenvorstand. Und der Franz Fierler hat sich darum bemüht, dass wir Schüler damals eine vernünftige IT-Ausbildung bekommen und hat damals mit anderen Lehrern eine Sammelbestellung organisiert über PC-Nachbauten aus Taiwan. Und wir haben dann erstmalig sozusagen auf PCs als Schüler dann programmieren gelernt. Und aus dem heraus ist dann der Personal Computer Club am TGM entstanden, den es mit einem anderen Namen noch immer gibt, nämlich der heißt mittlerweile Club Computer. Und vor ungefähr 2,5 Jahren, oder ein bisschen länger eigentlich schon her, 5 Jahre hätte ich gesagt, haben wir dann aus dem Club Computer heraus angefangen, ein bisschen uns um das Thema technologische Auswirkungen auf die Gesellschaft zu beschäftigen. Und wir sind dann relativ bald draufgekommen, dass Club Computer ein ganz schlechter Name dafür ist. Und daraufhin haben wir einen neuen Verein gegründet, das ist die Digital Society. Und die Digital Society beschäftigt sich jetzt nicht mehr sozusagen damit, wie man die Technologie anwendet, weil das ist größtenteils mittlerweile bekannt. Sogar meine Mutter schafft es mit ihrem Smartphone schon häufig umzugehen. Also das ist nicht mehr das Thema. Aber die Veränderung der Gesellschaft durch die Digitalisierung, glauben wir, ist ein ganz und ganz wichtiges Thema. Vor allem auch, was wir heute diskutieren, die Auswirkung auf Medien und damit natürlich auch die Auswirkung auf Politik. Wir haben heute ja auch Vertreter von Europa, einen Vertreter vom Europaparlament da, Medienspezialisten da, Betroffene da, und wir würden uns gerne unterhalten über das Thema, wie die digitale Transformation denn die Medienlandschaft verändert hat und welche Phänomene dadurch entstanden sind. Und wir als Verein würden uns dann gern damit beschäftigen, was man denn tun kann dazu, eine bessere Welt wieder zu gestalten. Die Tagline in unserem Verein ist Changing the Digital World Together. Also die Fragestellung ist, was können wir miteinander tun, damit sozusagen die Welt eine bessere wird. Also wir wollen nicht viel mehr als die Welt verbessern. Gut, damit ende ich sozusagen mit der Introduction und würde gerne unser Panel vorstellen. Und ich beginne mal vielleicht bei der Sigi Mauran, bitte Sie sich selbst vorzustellen. Okay. Weil ich glaube, es ist besser, als wenn ich es vorlese. Und ja, mein Name ist Sigi Mauran. Ich war ÖH-Vorsitzende während Uni Brent, dann 4 Jahre Abgeordnete zum Parlament für die Grünen und Wissenschaftssprecherin und bin, seitdem wir nicht mehr im Parlament sind, wieder zurück am IHS, am Institut für Höhere Studien in der Hochschulforschung. Dankeschön. Dann die Birgit Leitner-Thelser würde ich auch bitten, sich vorzustellen. Ja, also ich leite, seit 2002 das Community Management von ORF.at. Wir waren, vielleicht können Sie ein paar noch erinnern, die größte Community Österreichs bis zum ORF-Gesetz 2010, da wurden wir stark beschränkt. Das hat uns aber auf der anderen Seite auch die Chance gegeben, mehr auf Qualität als auf Quantität zu setzen und eine andere Form der Diskussionskultur einfach strikter durchzusetzen. Ja, ich denke, die restlichen Geschichten kommen dann ohnehin im Laufe der Diskussion, was das auch heißt und wo unsere Hauptprobleme liegen. Super, danke schön. Dann habe ich den Herrn Thomas Weber. Ja, danke. Ja, Thomas Weber, danke für die Einladung. Ich arbeite für das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments hier in Wien und kann Ihnen vielleicht schon was erzählen, was die Institution so tut in dem Bereich, was die EU insgesamt so tut. Ich weiß, ein spannender wäre gewesen, ein politischer Vertreter, aber die Abgeordneten sind natürlich bei der Arbeit in Straßburg, wie Sie ja in den Medien erfahren haben, auch wenn Sie nicht direkt von der Plenartagung sozusagen die Neuigkeiten hören. Super, danke schön. Ja, nicht mehr, seit 3 Uhr früh sitzt es nicht mehr fest. Aber, ja. Okay. Heinz Wittenbrink? Ja, auch guten Abend.
und danke für die Einladung. Ich bin aus Graz, da, also ursprünglich nicht, wie man wahrscheinlich hört, aber jetzt schon lange, an der FH Joanneum, unterrichte da seit 2014 Online-Journalismus und PR und irgendwie alles, was mit Strom zu tun hat, an der Journalismus-Institut. Und jetzt seit in den letzten 5 Jahren, da hatte ich einen Studiengang Content-Strategie, wo es um digitale Inhalte geht. Dankeschön. Und der André Wolf. Ja, danke. Also mein Name ist André Wolf, ich arbeite für den Verein Mimikama, das ist ein Verein gegen Internetmissbrauch. Unser Schwerpunkt liegt darauf, ja, Internetinhalte Nutzern zu erklären, einfach zu erklären, dass die Zugänge einfach sind, Social Media vor allem zu erklären. Unsere Schwerpunkte sind auch geworden, dass wir ja in den Bereich digitale Medienbildung gehen. Und ja, ich lebe jetzt seit 4 Jahren hier, wie man hört, bin ich auch von woanders und freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Super. Herzlichen Dank auf jeden Fall für alle, die gekommen sind. Wir haben heute auch ein relativ großes Panel für die Diskussion. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden uns Zeit genommen für die Diskussion. Schauen wir mal, wie lange es dauert und wie viele auch Fragen wir dann bekommen. Und die Idee ist, dass wir dann auch am Schluss die Diskussion ins Publikum öffnen und mit Ihnen diskutieren. Das wäre dann sozusagen der offene Teil. Und danach gibt es noch die Möglichkeit, dass wir uns drüben im Kühlschrank und es wird dann noch ein paar Weinflaschen und sonstige Dinge geben, zusammenstellen und ein bisschen über das Gehörte in kleinerer Runde nachreflektieren können. Also das wäre ungefähr der Ablauf. Kleines Housekeeping-Thema noch. Die Toiletten haben schon ein paar gebraucht. Die haben Sie auch schon gefunden für die anderen, die zwischendurch vielleicht die Toiletten suchen. Sie sind beim Eingang. Das heißt, gleich wenn man reinkommt, auf der rechten Seite. Für diejenigen, die ganz dringend rauchen müssen, herinnen im Haus ist Rauchverbot, geht also nur im Graben unten bei frischer Luft. Sonstige Fragen, ich glaube, es sind ein paar Kollegen auch da mit dem weißen Leiberl, beziehungsweise die Anna, die hinten beim Empfang steht. Wenn es irgendwelche Fragen zwischendurch gibt, helfen die Kollegen gerne. Gut, dann würde ich gerne in das Thema einsteigen. Und ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht am besten über das Thema Medien allgemein mal ein bisschen sprechen, weil es hat sich ja in der Medienlandschaft insgesamt durch die digitale Transformation in den letzten Jahrzehnten mittlerweile schon sehr viel verändert. Und ich würde gerne einmal sozusagen dort beginnen, was sind denn diese Veränderungen? Und haben wir mir gedacht, nachdem der Heinz Wittenbrink Lehrender ist, müsste er ja dazu uns ein bisschen was einmal sagen können, wie sich so die Landschaft verändert hat und was eigentlich so die Themen sind, die diese Veränderungen hervorgerufen haben. Ja, ich muss zwar einleitend sagen, ich kann auch viel dazu sagen, wie man sich dafür schätzen kann und was man alles annimmt. Also vielleicht auch etwas mit utopischen Grundvorstellungen, was passieren kann und wie man dann merkt, was alles nicht passiert oder was ganz anders passiert. Aber also ich denke mal, wir machen einmal sozusagen die Veränderung und was passiert ist und über die, wie wir uns davor schützen, glaube ich, würde ich dann gerne in einer zweiten Runde. Also jetzt, was die Medien angeht, also zwei Sachen finde ich wichtig, unter anderem dass die eine ist, durch das Internet ist das Verlagsmodell, das klassische Modell, ich habe Inhalte, also in dem Fall jetzt schriftliche Inhalte oder Inhalte im Sinne von Inhalt, Verlage gibt es ja auch für Bücher und so etwas, also ich habe etwas, das reproduziere ich und das verteile ich dann und der Inhalt ist mit dem Gegenstand, den ich verteile, verknüpft, das ist eigentlich damit obsolet. Sowohl dieses, ich habe eine Sache, die ich jetzt 1000, 100.000-fach oder sowas die vervielfältigen muss und dann unterbringe, das brauche ich nicht mehr. Es reicht, sie an einer Stelle einmal zu haben und dann kann sie abgerufen werden. Und auch die Verknüpfung des Inhalts mit dem Distributionskanal. Also bei Paper ist das am deutlichsten, aber im Fernsehen ist es ja auch nicht anders. Die wird eigentlich auch aufgehoben. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der ist sozusagen irreversibel. Und deswegen glaube ich, dieses alte Konzept sozusagen des Medienhauses, bei dem Inhalt und Vertriebskanäle miteinander verbunden sind, wird das nicht überstehen. Die Funktionen gehen sozusagen auseinander. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, was ich jetzt meinen Studenten versuche mal zu sagen, oder
Studentinnen und Studenten. Das ist ein, ich sage das jetzt ganz plakativ, das ist ein ganz radikal nutzergesteuertes Medium. Es geht nicht mehr darum, dass ich einen Kanal habe und über den Kanal Leuten sagen kann, das ist das, was ihr mit Präferenz anschauen sollt, sondern es suchen Leute nach etwas oder es kriegen Leute über ihr persönliches Netzwerk was zugespielt und davon hängt auch ab, welche Inhalte sich verbreiten. Ich sage das jetzt so eingeschränkt, weil bei Facebook zum Beispiel vieles anders passiert, aber der Tendenz nach ist das so. Ich habe nicht ein Angebot wie früher, wo ich sage, bestimmte Zahl von Fernsehkanälen, bestimmte Zahl von Zeitschriften, Zeitungen, da suche ich mir was aus, sondern ich suche etwas aus einem prinzipiell unendlichen Angebot und abhängig davon, wie ich bin, was eventuell auch vielleicht Algorithmen über mich wissen, bekomme ich dann Inhalte zugespielt. Also das ist eine radikale Veränderung und das heißt, um da erfolgreich zu sein, muss man ganz vereinfacht gesagt so userfreundlich sein, dass man da Leute erreicht. Aber die Steuerung liegt bei den Leuten, die die Inhalte konsumieren und nicht bei denen, die sie produzieren. Das sage ich jetzt mal so plakativ. Ich weiß, dass man dem auch widersprechen kann. Wobei das ja etwas ist, was bei der digitalen Transformation ohnehin auch grundsätzlich ein Thema ist, dass sozusagen in der Welt alles sehr viel stärker benutzergesteuert wird. Also das setzt sich im Medienbereich sozusagen fort. Nachdem wir jemanden auch von einem Medium da haben, würde ich gerne vielleicht einmal sozusagen auch an die Frau Leitner-Deser übergeben, weil wir berichten können, auch wie sozusagen die Veränderungen im Medium ORF spürbar sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit User-Generated Content und ich bin mit für News ORF, okay, für die Redaktion da. Was ich sehr stark spüre, das ist, dass User vermehrt wirklich ganz massiv Inhalte von Plattformen wie, also alles, was ist so um Russia Today, um Echo Times, aber auch andere sehr rechtslastige Seiten zieht, massiv in die Debatten mit hineinbringen. Und um sozusagen wir mit einer sehr klaren und sehr konkreten Moderation davor haben mit Hate Speech jetzt nicht das Problem, aber massive Probleme damit, mit Usern, die Inhalte bringen, mit x Quellen verweisen zu diversen Seiten und damit versuchen, die alternative Realität massiv in die Diskussion einzubringen. Und je mehr Seiten es gibt und je mehr Links sie dazu bringen können, desto schwieriger wird es auch dann zu moderieren. Weil wir können eigentlich alles, wir sind Mimikama nebenbei wahnsinnig dankbar, die uns da immer wieder sehr behilflich sind. Aber es ist für Moderatoren und Moderatorinnen völlig unmöglich, den einzelnen Links sofort nachzugehen und zu sagen, okay, das ist Fake News, das scheiden wir aus. Und das ist so wahnsinnig viel geworden. Also das, was früher war, die Tante meiner Oma hat mir erzählt, das und das als Diskussionsbeitrag einzubringen, das ist mittlerweile eine Gratiszeitung berichtet, dann habe ich den Link von dieser einen Seite dazu und sonstiges. Und das dann wirklich erstens einmal zu verifizieren und zweitens dann, weil sie dann Zensur auszuüben, wird immer schwieriger. Weil ich kann natürlich leicht sagen, was die Oma deiner Tante gesagt hat, hat in einer seriösen Diskussion nichts zu tun, wir brauchen Belege. Aber sie bringen auf einmal Belege. Und es gibt definitiv User, die leben in ihrer eigenen Fake-News-Welt. Also für die ist das auch eine wirkliche Agenda, zu erklären, alles, was Mainstream-Medien berichten, ist sowieso falsch und es gibt x Belege dafür, dass das alles falsch ist. Und dann haben wir noch das Problem, dass so diese quasi einfachen Wahrheiten wahnsinnig leicht auf Fake News-Plattformen zu finden sind, wenn man es mit Google sucht. Und die wirklich relevanten und seriösen Inhalte findet man unter den Stichworten kaum. Das heißt, auch da ist es sehr schwer entgegenzusetzen. Das ist unser Hauptproblem eigentlich, das uns seit 3-4 Jahren wirklich überwältigt. Und da müsste man natürlich eigentlich von der Redaktion her auch genau diese Themen mehr aufnehmen und inhaltlich wirklich auf diese einzelnen Probleme eingehen, weil das natürlich im tagesaktuellen Geschehen auch fast unmöglich ist. Vielleicht nach dem Überleitung, wie Mimikama gerade kam, wie seht ihr
sozusagen die Thematik, die da gerade beschrieben worden ist. Wir haben natürlich jetzt ganz viele Sachen schon von vornherein gehabt. Das ist einmal dieses veränderte Sender-Empfänger-Verhältnis, was in den Medien stattgefunden hat. Sprich, heute kann jeder von uns dank Social Media, ich sage mal bewusst dank Social Media, ich finde es ganz toll, dass wir das alle machen können, also dank Social Media selber zum Sender werden. Wir haben überall günstig verfügbares Internet. Wir haben einfach günstige Geräte, mit denen wir schnell ins Netz können. Das heißt, wir können jederzeit streamen, wir können was verfassen, wir können etwas an die Öffentlichkeit senden. Also sind wir alle zu einem kleinen Sender geworden. Das Problem ist einfach, wir haben nicht alle diese Journalismusausbildung beziehungsweise diese Gatekeeper-Funktion, die Journalisten innehaben oder innehatten auch, ist schlichtweg weg. Also oftmals. Das heißt, viele ungefilterte Informationen werden untereinander rausgetratscht, was ursprünglich tatsächlich die Tante von der Oma und so weiter gesagt hat, kann jetzt eine große Menge von Menschen empfangen. Und das ist natürlich ein Problem, dass man nicht mehr filtern kann, was stimmt nicht, was ist hinzugepackt worden. Sehr interessant ist, wir hatten diese alternativen Medien ja eben schon angesprochen und gehört, die arbeiten ja tatsächlich nach einem System. Die kopieren ja voneinander ab. Also das heißt, wenn man nach einem bestimmten Suchbegriff bei Google sucht und dann kommen auf einmal 14, 15 Seiten Blogs, wahrscheinlich noch anonyme Blogs, die genau das Thema haben. Das heißt, die Menge lässt es erscheinen, dass etwas wahr ist in dem Moment. Das heißt, ungeübte Nutzer und Nutzerinnen und Nutzer können in dem Moment gar nicht unterscheiden, passt das? Haben diese vielen jetzt Recht oder Unrecht? Und das ist natürlich auch ein Problem, wo man mit Bildung beispielsweise angehen kann, dass man sagen kann, okay, wir müssen erkennen, welche Websites sind seriös, welche nicht. Ja, und da sind halt viele Punkte, die da noch im Argen liegen und die in den nächsten Jahren auch noch behoben werden müssen. Vielleicht noch einmal eine Frage an euch beide. Sieht man auch, dass sozusagen die nicht nur die Inhalte sozusagen transportiert werden, die schwer verifizierbar sind, dass sie falsch sind, sondern dass auch in der Diskussion dann die Schärfe zunimmt in solchen Diskussionen. Wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ja nicht alles falsch, was gesagt wird. Es wird ganz geschickt tendenziös berichtet. Das heißt, es wird geframed, es werden Wörter genutzt, die schon in unserem Kopf ein bestimmtes Bild einer Situation entstehen lassen, sodass wir eine vorgefertigte Meinung haben, ohne einen Text gelesen zu haben. Das heißt, diese tendenziösen Blogs und tendenziösen Webseiten, die haben in ihrem Kern immer irgendwo eine Information, die stimmt, die wird halt nur so aufbereitet, dass sie halt in eine gewisse Richtung drängt. Und das ist das Hauptproblem bei dieser, wo wir immer von reden, Fake-News-Debatte. Ja, sehr ganz genau so. Okay. Und von wegen, also es ist jetzt bei uns zum Beispiel nicht so wirklich viel aggressiver geworden, was eben allerdings damit zu tun hat, dass man dagegen sehr hart vorgeht. Aber es wird perfider. Es ist das vieles größere Problem. Mhm. Und Geld steckt hinter. Geld steckt hinter. Irgendjemand muss diese ganzen vielen Blogs ja finanzieren. Das ist ja, wenn ich überlege, wir sind ein kleiner Verein mit einem kleinen, schmalen Budget, wo wir gerade so übers Jahr kommen. Wenn ich dann sehe, dass diese Masse von Blogs, die da ist, dass die das wirklich überlegt, dass die das kann, dass die wirklich teilweise wirklich groß redaktionell arbeiten, da frage ich mich, wo kommt das Geld her? Also da muss irgendwo ja Geld kommen, denn die haben nicht andere Werbeeinnahmen als wir auch. Also daran kann es nicht liegen, da muss mehr hinterstecken irgendwo. Ich meine, wir wissen ja sozusagen ein paar Dinge auch aus den Medien. Die eine Seite ist, sage ich jetzt einmal, kommt aus Amerika. Also wir haben gerade vorher diskutiert, hinten Breitbart News. Auf der anderen Seite hört man immer wieder Trollfabriken in Russland. Ich muss jetzt gleich schon wieder zu viel reden. Aber mich stört an dem ganzen, also an dem Frame des Ausdrucks Fake News, dass das so wirkt, als wäre das so was Neutrales. Es gibt überall Fake News und es gibt vielleicht ganz radikal linke Fake News und ganz radikal rechte Fake News. Aber in Wirklichkeit gibt es eigentlich nur radikal rechte Fake News, jedenfalls im Wesentlichen. Es gibt ein rechtes Medienuniversum, das wirklich über Jahrzehnte aufgebaut worden ist und auch unabhängig vom Internet, und da wird weiter
einfach zu und Fox News und sowas und hier unzensuriert.at und die ganzen alles Wortschaut, was es da alles gibt und die Seite von Strache. Es gibt aber auf der anderen Seite kein Countdown dazu. Das ist eine Medienblase auf der einen Seite, die ganz aggressiv durchgesetzt wird und wo wir jetzt einen Innenminister haben, der das vermutlich auch noch sozusagen mit seiner Innenpolitik verbindet. Und auf der anderen Seite gibt es ein Kontinuum von Leuten, die doch sich im weiteren Sinne gegenseitig überwachen und auch kritisieren. Das ist asymmetrisch. Und man sollte vielleicht deutlicher sagen, dass es da wirklich um eine sozusagen rechte, auch bewusste Manipulation geht und nicht einfach darum, dass das böse Internet dazu führt, dass da irgendwelche ungeprüften Wahrheiten im Raum stehen. Das ist, glaube ich, verkürzt es sich. Also ich höre dann auch, aber ich habe zur Vorbereitung jetzt ein Buch gelesen, das ist Network Propaganda von Jochen Wenkler und ein paar Leuten von MIT, die das wirklich analysiert haben und wo man wirklich Taten fast hat, dieser Medienlandschaft und wo man auch sieht, wie das sich über Jahre entwickelt hat. Ganz unabhängig vom Internet. Das Internet verstärkt das natürlich, diese Medien. Aber tatsächlich, die sagen, es gibt eine asymmetrische Public Sphere im öffentlichen Raum. Da gibt es auf der einen Seite diesen rechten Komplex, der isoliert ist und in dem es so eine Art sich Verstärkungseffekt gibt, Propaganda, Feedback nennen die das. Und dann ist auf der linken, bis in die Mitte, eher die Vorstellung, wir sind in einem Diskurs und wir kritisieren uns gegenseitig und ich reüssiere durch Kritik. Das ist was anderes. Zurück zu der Geschichte von André. Liegt es daran, dass sozusagen von dort das Geld investiert wird oder liegt es an was anderem? Ja, also ein Faktor ist ganz sicher massive Investitionen. Also in Amerika von diesem Mercer, von dem Mercer und das spielt schon eine große Rolle. Und die haben ja auch dann versucht, sozusagen im Zuge der Liberalisierung von Radio und Fernsehen die entsprechende Kanäle zusammenzuschließen. Da stecken schon natürlich finanzielle Interessen in dem großen Maße. Was noch dazu kommt, ist jetzt eine andere Frage, aber das spielt sicher eine große Rolle. So, jetzt war man relativ schön schon in der Politik drinnen. Ehemalige Nationalratsabgeordnete, du hast in der Politik Erfahrung. Wie ist deine Sicht auf diese Dinge da? Ja, also ich würde einsteigen damit, dass ich schon das Gefühl habe, dass diese Entwicklung stark mit am Versagen, also Versagen, aber ja, sagen wir mal Versagen, mit einem Versagen der Wissenschaft zu tun hat. Also die Wissenschaft. Die Verbreitung dieser Fake News und dass Leute das wirklich glauben, und ich glaube, dass es schon einen großen Unterschied gibt zwischen den Medienbetreibern und Betreiberinnen und den Empfängerinnen, weil was mich extrem irritiert, ich bin in einer linken Bubble auf Facebook, also das ist inzwischen schon eine sehr große Bubble, aber was mich sehr irritiert ist, wie extrem viele, vor allem Männer, die so 68er Generation sind, genauso auf diese Informationen reinkippen, wo also halt differenzierter teilweise noch, aber wo halt, also keine Ahnung, ob das jetzt Impfgegnergeschichten sind, aber auch klassische antisemitische Verschwörungstheorien, die ganz stark in dieser Gruppe greifen, wo ich eben glaube, dass das keine Gleichverteilung gibt, links-rechts, das ist, glaube ich, logisch insgesamt. Ich glaube, dass die Linke insgesamt einen anderen Anspruch hat an Medienfreiheit, das ist ja logischerweise, also es gibt ja natürlich einen Zusammenhang, wer eher der Meinung ist, dass man autoritär regieren kann und soll, dann braucht man weniger freie Medien etc. Aber ich glaube, dass auf der Empfängerinnenseite und auf der Konsumentinnenseite das nicht so eindeutig ist. Oder zumindest in der Selbstwahrnehmung, weil die glauben ja auch, sie sind Linke und in Wahrheit sind sie die ärgsten Antisemiten und Sexisten und also furchtbar inzwischen. Aber das ist was, was ich in meiner Bubble beobachte. Ja. So eine Gruppe von älteren Männern, die da auch sehr empfänglich sind. Obwohl es sogar Leute sind, die studiert haben oft. Das finde ich sehr befremdlich. Und was da dazu kommt, ist, habe ich das Gefühl, ist schon, und deswegen habe ich vorher gesagt, Versagen der Wissenschaft, eine große Wissenschaftsfeindlichkeit oder Wissenschaftsskepsis. Es ist nicht gelungen, also alles, worüber wir reden,
wäre ja möglich, relativ leicht zu überprüfen. Und wenn man ein allgemeines Verständnis von der Welt hat und den Institutionen, die wir gebildet haben, um unsere Gesellschaft zu gestalten und ein Basisverständnis davon, wie das funktioniert, dann sollte es ja eigentlich gar nicht möglich sein, dass man auf solche Meldungen reinfällt quasi, ja? Oder dass man ein derart großes Misstrauen entwickelt. Und ich sehe da große Parallelen und was halt, also wurscht, ob das Klimawandel oder diese Impfgegnergeschichte, aber auch so Verschwörungstheorien sind, da hätte es eigentlich gelingen müssen, ein allgemeines Wissenschaftsverständnis in die breite Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung zu etablieren. Das ist nicht passiert. Gründe tausende. Aber ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Zum Thema Impfskepsis hat mich verwundert, dass wir in Österreich da ganz besonders schlecht beieinander sind. Habe ich die Woche irgendwie in den Medien entnommen. Ich glaube, wir haben nur 87% Masern-Durchimpfungsrate, was also in Europa relativ gering ist. Und also ich hätte mir gedacht, dass es andere Länder geben müsste, wo das vielleicht schlimmer ist. Aber es habe ich also für mich mitgenommen, dass es in Österreich durchaus auch ganz, ganz schlimm offensichtlich damit ist. Österreich ist an vorletzter Stelle im Eurobarometer, was die Wissenschafts- und Technologiefeindlichkeit betrifft. Also Österreich hat eine Quote von, ich glaube, 60%, also wir sind vorletzte, hinter uns ist Slowenien. Also 60% der Bevölkerung finden, dass Grundlagenforschung, bei der vorher nicht klar ist, was da hinten nach dabei rauskommt, finanziert werden soll mit öffentlichen Geldern. Also daher meine Zusammenhangsthesen auch. Ja, klar. Könnten wir irgendwie ansetzen schon bei Lösungen. Da. Die Nachhaltigkeit der Allianz. Vielleicht ganz kurz noch, weil das, glaube ich, auch in dem politischen Thema jetzt ganz gut passt, Richtung Europa. Wir haben ja demnächst Europawahl. Wir haben jetzt auch gerade gehört über das Thema Finanzierung der Medien, vor allem in dem Bereich eben zwei Dinge. Das eine haben wir eingehört, gerade mit Mercer und Bannon. Bannon ist ja, glaube ich, die Woche in Brüssel auch aufgetreten, hat also dort gesprochen vor rechten Parteien. Und von der zweiten Seite, glaube ich, ist auch sehr viel berichtet worden, Trollfabriken in Russland, diese Dinge. Und es scheint so, dass wir da in der Mitte stecken und wir sozusagen von links und von rechts in die Zange genommen werden. Ja, es ist tatsächlich so, dass also aus institutioneller Sicht ist tatsächlich so, dass es diese Dinge, die Fake News, also im Sinn, meine Gott, Fake News ist ein breiter Begriff, nicht? Aber wogegen die Europäische Union plant vorzugehen, ist, was die Kommission definiert als Desinformation, also das bewusste Verbreiten von Unwahrheiten und damit die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder Ziele zu erreichen. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, Gerüchte und einfach journalistische Fehler und einfach Schwachsinn unter Fake News subsumieren könnte. Und diese gezielte Desinformation wird ja tatsächlich sehr offensichtlich und wird seit einigen Jahren auch, gibt es Strukturen betreffend russische Quellen dieser Desinformation. Also auch relativ jungen europäischen Auswärtigen Dienst gibt es eine Abteilung, diese Stratcom East oder wie die heißen, EU versus Disinfo, wenn Sie das auf Twitter oder auf der Webseite suchen wollen, die sozusagen diese aus Russland kommende Desinformation dokumentiert, nicht wahr? Das funktioniert so, dass da anonyme russische Webseiten Informationen verbreiten, die sich gegenseitig zitieren, dann unbedeutendere westliche Webseiten und so weiter, und damit sich die Weise schaut sich das aus, auf bis hin zu letztlich, wenn es erfolgreich ist, seriösen westlichen Zeitungen. Also diese Dinge werden einerseits dokumentiert und in Zukunft auch finanziell besser ausgestattet. Der Einfluss auf die Europawahlen ist natürlich etwas, worüber man sich Sorgen macht. Man hat ja gesehen, wie in der Vergangenheit Abstimmungen und Wahlen beeinflusst wurden. Diese Cambridge Analytica-Geschichte ist ja wahrscheinlich auch allgemein bekannt. Es gibt einerseits
Ja, ich meine, aus Sicht des Europäischen Parlaments ist natürlich die allgemeine Gesetzgebungstätigkeit. Ne? Wir hatten eine Debatte über Urheberrecht und was müssen Plattformen wie zum Beispiel Facebook und Google und so weiter gegen Urheberrechtsverletzungen tun. Ne? Es diskutiert wurde über Uploadfilter, was nicht der Standpunkt des Europäischen Parlaments ist, möchte ich hier festhalten, obwohl das immer wieder behauptet wird. Aber genau diese Diskussion betrifft natürlich auch gezielte Desinformation und Propaganda. Nicht? Welche Verantwortung haben diese neuen Medienplattformen, die einen enormen Einfluss haben? Welche Verantwortung hat Facebook und die mit dem Algorithmus eine enorme Bedeutung haben dafür, welche Informationen der Empfänger dann letztlich kriegt, auch wenn der Sender das einfach so sozusagen in den Äther funkt. Ne? Ja, also einerseits die normale Gesetzgebung, Urheberrecht, Datenschutz natürlich und zum Zweiten gibt es auch den Ansatz, mit diesen Plattformen zusammenzuarbeiten. Da gibt es einen Verhaltenskodex, den die alle unterschrieben haben, wo es darum geht, einerseits Transparenz, nicht wahr? Also bezahlte Werbung politischer Art kenntlicher zu machen, Bots kenntlicher zu machen, nicht wahr? Also Roboter, die in der großen Zahl dann Informationen verbreiten und den Eindruck erwecken, da wären Hunderttausende oder Hunderte oder viele eben Menschen, die da eine bestimmte Meinung vertreten, dabei ist das eine Maschine, ne? Und eben ähnliche Dinge. Ja. Also es ist ein Thema, das gesehen wird und das sich immer weiterentwickelt, auch als Handlungsschwerpunkt. Also ich denke mir vielleicht, dass es noch nicht alle wissen, aber Cambridge Analytica haben Sie angesprochen, was glaube ich nicht 100% allen bekannt ist, dass ja quasi die Geldgeber hinter Cambridge Analytica auch die beiden vorher angesprochenen Herren Mercer und Bannon sind. Also auch dort war natürlich die gleiche Finanziersblase sozusagen dahinter, über die wir vorher gesprochen haben. Und die zweite Fragestellung, die ich jetzt hätte, wäre, ist es gefährlich sozusagen auch für Wahlen, dass wir jetzt, also wir haben ja die Europawahlen demnächst, ist sozusagen diese Entwicklung der Medien und diese Beeinflussung gefährlich für unsere Demokratie und dafür, dass die Wahlen als Werkzeug funktionieren? Ja, natürlich. Also ja, also ich glaube, die Zukunft ist immer gefährlich, ganz grundsätzlich. Ja. Und ich glaube, dass die Gefahr auch bei den klassischen traditionellen Medien besteht. Das ist nicht nur ein Vergleich, den ich gestern gehört habe, und ich finde den so toll vom Lukas Mandl, der Europaabgeordnete, gestern gebracht, die Information mit dem Essen zu vergleichen. Das ist ja ähnlich, was Sie gesagt haben, dass der Empfänger dann entscheidet, was er sieht. Der fragt, essen Sie rohes Fleisch? Ja. Also die Information, die wir heutzutage direkt über diese sozialen Medien kriegen, kommt direkt vom Sender, wurde nicht gefiltert über journalistische Redaktionen und so weiter, sondern kommt direkt von Empfänger und so wie wir natürlich, spricht nichts dagegen, wo es Fleisch zu essen, öfter da oder was nicht, rundum Fisch oder so, aber man muss halt wissen, was man da isst. Ja? Und man hat halt nicht einen Koch, auf den man sich verlassen kann, es gibt natürlich auch bessere und schlechtere Köche. Das war eben der Vergleich, also die Gefahr, die Zukunft grundsätzlich gefährlich, man kann direkt mit dem Sender kommunizieren, als Wähler zum Beispiel mit zur Wahl stehenden Politikerinnen, könnte man direkt kommunizieren über die sozialen Medien, das war früher technisch einfach nicht so einfach, natürlich kann man zu Versammlungen gehen und so weiter, klar. Aber das ist eben mit diesen neuen Formen von Medien einfach viel mehr möglich, aber es birgt natürlich auch neue Chancen und damit auch neue Gefahren, eben die erwähnten Manipulationsversuche mit sehr viel Geld dahinter, das sind natürlich eine neue Gefahr. Ja. Habe ich jetzt ganz witzig gefunden, weil wir haben in der Einladung schon stehen gehabt, die Druckerpresse. Ja. Und die Druckerpresse war damals ja auch eine neue Technologie. Ich bin mir sicher, dass damals das so diskutiert wurde. Wurde auch missbraucht gleich, ne, weil man hat das gleiche vorgefunden, was man jetzt vorfindet. Nämlich es ist plötzlich dann über die Druckerpresse Propaganda produziert worden. Und es ist Fake News produziert worden. Also quasi Unwahrheiten, die halt auf Papier gedruckt wurden und man konnte sie damals halt super toll vervielfachen und verteilen, was ja davor auch nicht möglich war. Und daraufhin hat man natürlich auch eine Lösung finden müssen. Und das war dann der Beginn der Impressumspflicht, dass man gesagt hat, wenn du etwas produzierst, dann schreib bitte drauf, wer du bist, weil dann können wir den nachher wenigstens bei den Ohren nehmen. Und quasi das wird verfolgen, wenn der Unfug verbreitet wird. Also was jetzt da Europa ja versucht zu sagen, wenn da bestimmte Dinge wirklich also Richtung Propaganda gehen, verbreitet wird, ich mal dagegen vorgehen.
was könnten wir denn noch machen, sinnvollerweise? Darf ich noch kurz was zur Druckerpresse sagen? Ja. Der alte Theologe in mir, der springt gerade. Die Druckerpresse war ja maßgeblich daran beteiligt, dass überhaupt in Europa die Kultur der Protestantismus aufkam. Der hat das ja vorangetrieben, also revolutionär zu der Zeit überhaupt. Das heißt, ein neues Medium war wieder da und jetzt haben wir wieder ein neues Medium. Dass die Gewichtigkeit passt tatsächlich. Also es war nicht mal Fake News, es war ja die Bibel in dem Sinne, die jetzt auf Deutsch gedruckt wurden, es war nicht und dementsprechend dafür gesorgt hat, dass in ganz Europa auf einmal ein Kulturkampf ausbrach. Vielleicht nur dazu, es wurde ja nicht nur die Bibel gedruckt, sondern eine ganze Reihe Pamphleten und sonstige Dinge. Aber das war wesentlich maßgeblich in dem Moment. Aber ich glaube, dass es durchaus vergleichbar ist. Also, und das, was ich damit sagen wollte, ist halt, eine Druckerpresse hat uns ja quasi auch als Gesellschaft sehr weitergebracht, weil halt viele Dinge der Informationsverteilung möglich waren. Aber das ist durchaus, glaube ich, vergleichbar mit dem, was jetzt gerade passiert. Das ist einfach ein Umbruch. Die Fragestellung ist nur, was können wir tun? Ne? Weil jetzt haben wir besprochen, dass es alles ganz schwierig ist. Wir haben irrsinnige Probleme damit. Aber was könnten wir tun, um das zu lösen? Vielleicht. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Versagen der Wissenschaft. Also wie immer man das nennt, der Denker da und seine Mitautoren, die sagen Epistemic Crisis, also es gibt eine epistemische Krise. Es geht wirklich darum, Wahrheit, Objektivität und alles, was damit verbunden ist, wird nicht ernst genommen. Darum geht es eigentlich im Kern bei der Geschichte. Das kann man vielleicht nicht so einfach lösen, aber eine Empfehlung, die sie geben, und das ist eigentlich entspricht dem, was der Armin Wolf neulich auch mal geschrieben hat, ist vielleicht zu sagen, ich muss als Journalist jetzt nicht versuchen, oder Journalistin oder Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, die Neutralität zu betonen und zu sagen, ich bin von allem gleich weit entfernt, sondern ich muss Dinge, die eindeutig falsch sind, auch als eindeutig falsch benennen. Weil das ist genau die Technik, die Taktik der Rechten, das macht die FPÖ ja auch, zu sagen, ich muss über alles gleichberechtigt berichten und ihr dürft keine Partei ergreifen und dadurch kann ich dann radikale und falsche Meinungen vertreten, wie der Sprache zum Beispiel zu sagen, die Ägypter haben die Sahara bei die Kornkammer der Römer. Und das müsste dann auch gleichberechtigt diskutiert werden, wie eine Äußerung über den Klimawandel. Dafür läuft man den Leuten aber in die Falle. Und da muss man ganz klar sagen, es geht da nicht, es geht da um Objektivität. Und da sind dann solche Organisationen wie Minikama sehr wichtig, weil es da dann darum geht, ich brauche da Instanzen, wo ich sagen kann, die checken auch Fakten und auf die kann ich mich zur Not berufen. Ich habe da, ist das Zitat, glaube ich, oder die Aussage ist von Armin Wolf auch. Also Armin Wolf hat gesagt, also es darf quasi nicht jeder sich seine eigenen Wahrheiten machen, sondern es gibt nur in Wirklichkeit eine. Die Fragestellung, die auch dort vorgekommen ist, warum ist es früher nicht möglich gewesen, dass sozusagen Politiker öffentlich Aussagen machen, die eindeutig gelogen sind. Das war quasi früher, also wenn ein Politiker sowas getan hat, dass er sich die Wahrheit ein bisschen zurechtgebogen hat, das mag schon passiert sein. Aber sozusagen der Bevölkerung ins Gesicht zu lügen, ist jetzt irgendwie ja zumindest bei amerikanischen Politikern, die wir kennen, die am Tag, ich weiß nicht wie oft, der Lüge bezichtigt worden werden, sowas kommt mir vor, wäre früher nicht möglich gewesen. Naja, aber Wahlteilen haben sie schon nachgewählt. Ja, aber ich weiß es nicht, also am Tag gibt es ja Statistiken mittlerweile, wie man sagt, wie oft Trump gelogen hat und nachweislich gelogen hat, ja, also kommt man irgendwie vor, als ob es salonfähiger geworden wäre. Irgendwie da? Die Frage ist, ob es wichtig ist, dass er die Wahrheit sagt oder nicht, sondern ob die Menschen nicht wollen, dass sie eine starke Person da vorne haben, die einfach mal was zieht, die was bringt, die einfach mal ihn, ja, diesen Volksgedanken da zum Ausdruck bringt. Ich merke es ja immer öfter auch, dass es völlig egal ist. Wir hatten ja gerade das Kornkammer-Zitat, das ist ja Wahnsinn, was er da erzählt hat. Das ist ja wissenschaftlich nachweisbar, dass das Bullshit war. Aber das hat keine Konsequenzen. Schlichtweg, oder um ein Waldhäusel irgendwas über Hunde aus Osteuropa erzählen, es hat keine Konsequenzen. Das ist der Punkt. Es darf offen oder augenscheinlich gelogen werden, um die eigene Macht auszubauen. Und die Anhängerschaft begrüßt es, dass die Macht ausgebaut ist und dadurch haben wir eine Vorwärtsspirale, dass das Lügen und Machtausbauen immer weitergeht. Das stimmt, das ist ein Detail, aber diese Geschichte auch vom Strafe, Weihnachten wird an einer Schule in Niederösterreich verboten. Da wird ein Schüler, der da irgendwas gepostet hat, rausgenommen, dann wird die Direktorin persönlich angegriffen, die
aus Brandschutzgründen die Weihnachtsdekoration untersagt hat. Das wird riesig gepostet, aber man muss auch sagen, das wird dann zwar aufgegriffen, aber da müssten eigentlich die Schulen und die Hochschulen protestieren. Ja, wo sind denn die Konsequenzen? Das sage ich ja. Es hat keine Konsequenzen. Mit Weihnachten, das geht ja schon seit Jahren so. Das ist von den Weihnachtsmärkten. Ja, aber das ist der Vizekanzler eines doch noch halbwegs demokratischen Landes. Eine einzelne Person aufgrund der offensichtlichen Fälschung angreift und öffentlich lächerlich macht. Das ist schon eine ganz neue Frage. Er weiß einfach, dass seine Anhänger sich emotional angesprochen fühlen wollen. Ja. Und das ist wichtig. Trifft es mich jetzt emotional und verstärkt es halt das, was ich eh in jeder Gratiszeitung und überall liest, nämlich in den Massen, diese, da hat ein Asylwerber und dort war Ausländer und also diese Meinung nur mal verstärken, das kommt an, das wollen sie lesen, die wollen nichts anderes und das wird ihnen gegeben. Sie dazu noch was sagen? Ja, ich glaube, dass es insgesamt schon ein weitaus größeres Problem ist, als jetzt Fake News, das aufs Internet, also durchs Internet verstärkt und mit Kohle dahinter. Es ist schon vor allem ein politisches Problem. Mhm. Ich meine, gerade was die Frage betrifft, lügende Politikerinnen und Politiker, es gibt eine andere Partei, die es ermöglicht, dass die Rechtsextremen in dieser Regierung sitzen und das Inseratengeld im Wochenblick in alle rechtsextremen Blätter des Landes investiert werden. Das ist Steuergeld, das dorthin geht. Ja? Und das finde ich eigentlich, also dass die FPÖ rechtsextrem ist und dass sie so drauf sind, das ist ja an sich nichts Neues, aber die Duldung durch die ÖVP, das ist eine ganz neue Qualität. Also dass man die ganze Zeit schweigen kann zu all diesen Dingen, das auch durchgehen lassen kann. Ich meine, wir haben einen ÖVP-Kanzler, der könnte eigentlich einschreiten bei solchen Dingen, tut er nicht. Ja? Und das halte ich eigentlich für die größere Gefahr ist jetzt, aber eigentlich schon. Ja. Also wir haben einen demokratischen Grundkonsens, oder wir hatten einen, der bestimmte Dinge beinhaltet, auch Antifaschismus. Das ist völlig wurscht inzwischen. Ja. Und das betrifft, also die Inserate für diese rechtsextremen Blätter, das ist wenig Geld, aber mit viel Geld wird der Boulevard, der auch so ein Bindeglied ist zu diesen Dingen. Ich meine, das, was Österreich täglich titelt, ist ein Wahnsinn. Ja? Und das, also es ist, also ich sehe schon auch so einen relativ fließenden Übergang zwischen dem, was im Standard geschrieben wird, also halt Qualitätsmedien abwärts, es gibt einen Haufen so Mischmedien, Zwischenmedien bis hin zu den tatsächlichen Fake News-Seiten, wo man sich an jeder Stelle irgendwas rauspicken kann. Und letztlich ist es natürlich eine politische Frage. Und ich finde, dass das Beispiel mit Trump und diese Geschichte mit, man will einen Entertainer sehen, der Georg Sesslen hat ein sehr gutes Buch, ein ganz dünnes Buch zu Trump geschrieben, wo er analysiert, was eben die Verbindung von Popkultur und Populismus und da ist, also gerade in den USA gibt es halt sehr stark die These, dass das Aufstiegsversprechen, das gibt es nicht mehr, es wird sowieso nicht besser und dementsprechend sucht man sich halt quasi einen Entertainer, der diese ganzen Wünsche, Projektionen, die man selber hat, irgendwie erfüllt und die eigentliche Politik ist nicht mehr relevant. Und eigentlich läge es daran, dass die verbliebenen demokratischen Kräfte sich zusammenschließen und kämpfen für die demokratische Kultur, für die Institutionen, die wir erreicht haben. Ich meine, jetzt war gerade 70 Jahre Menschenrechte. Da liegt eigentlich die Verantwortung und dementsprechend sehe ich die ganze Verantwortung vor allem eigentlich bei der ÖVP. Ich habe nur keine Hoffnung. Ja. Aber das heißt nicht, dass die anderen nicht mitverantwortlich wären. Nicht genauso. Aber dort ist halt das, was sich am meisten verschiebt. Und
wo man sich auch beteiligt. Ich meine, wie diese Regierung ständig alles mit Migrantinnen begründet, egal ob es irgendwas damit zu tun hat oder nicht. Das ist nicht beschränkt auf die FPÖ, sondern das ist diese ganze Regierung. Das ist unfassbar. Ja. Und so, insofern hat diese ganze Fake News-Geschichte auch darin Eingang gefunden. Ich meine, diese ganze Migrationspakt-Geschichte. Herr Strache hat das zur Koalitionsfrage erhoben. Und die ÖVP hat sich davon erpressen lassen. Ich meine, das ist. Also da gibt es ganz klare Verantwortungen, die. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie man sie dazu bringen kann. Ja. Vielleicht ganz kurz nur zu zwei Themen, die mir jetzt dazu eingefallen sind. Das eine Thema war, Inserate finanzieren rechte Medien. In Wirklichkeit kann man ja sagen, dass die Abhängigkeit der Medien von den Inseraten noch viel höher geworden ist in den letzten 10 Jahren, weil zwei Phänomene eingesetzt haben. Das eine Phänomen ist, ich kann mich in meiner Jugend noch erinnern daran, dass ein ganzer Haufen Inserate in den Zeitungen drinnen gewesen, von Wohnungsverkauf über Kontakt und großformatige Anzeigen, und die Zeitungen wurden ja nie besonders stark sozusagen über den Verkauf des Contents finanziert, am Sonntag schon gar nicht, aber auch an den anderen Tagen nicht so stark, sondern natürlich sehr stark über die Werbeeinnahmen. Soziale Medien haben jetzt dort natürlich sehr viel abgegriffen von den Werbeschaltungen, aber es gibt ja zum Beispiel auch ein Willhaben, das die Kleininserate abgezogen hat. Es gibt, ich weiß nicht, der Tinder, das Kontaktanzeigen wahrscheinlich abgezogen hat, weil es gibt sowas nicht mehr, ne? Oder andere Applikationen in die Richtung. Das heißt, wir haben ja in Wirklichkeit ein Medienfinanzierungsproblem oder ein Qualitätsjournalismusfinanzierungsproblem. Und wenn ihr dann anfangt und sagt, okay, ich lasse euch nur noch leben von Inseraten, die ich schalte, dann habe ich natürlich eine Hand, die füttert. Und eine Hand, die füttert, sollte man, wenn möglich, nicht beißen. Heute für extrem schwierig in dieser Situation. Also ein bisschen ausgelöst von der digitalen Transformation natürlich, aber natürlich auch von der Politik befeuert, weil man halt keine, oder die Medienförderung zum Beispiel halbiert hat in den letzten 10 Jahren. Medienförderung ist nicht an Konditionen gebunden, Inserate eher schon. Ne? Ist da irgendwelche? Ich finde es generell interessant, der Gedanke war mir jetzt, das Geld, was früher in den Zeitungen war, ist weg, weil Online-Plattformen jetzt die Werbung einnehmen. Sprich, Facebook macht ja eine Unmengen Geld, machen die ja. Das steht ja außer Frage. Die Gelder fließen aber nicht nach Europa zurück in dem Sinne. Sprich, was früher wirklich in den Zeitungen war, in Österreich oder Deutschland, wo auch immer in Europa, ist dann auch in dem Land geblieben. Das ist ja jetzt weg. Das heißt, wir haben ja irgendwo auch, das ist jetzt nur so ein Gedankenanschluss von mir, eine Devisenausfuhr, die uns ja gar nichts mehr bringt. Ja, sind die Steuersätze bei so einem weltweiten Geschäftsmodell, ist es ja auch so, dass die Steuern, die anfallen, dann halt optimiert sind und niedrig sind. Also, wie viel zahlt Facebook denn? Ein nächstes Thema der europäischen Politik, wo dann gearbeitet wird, was aber schwierig ist, wegen der erforderlichen Einstimmigkeit im Rat der Steuersachen. Also das Thema ist auf jeden Fall das Geld, das früher sozusagen bei den Medien angekommen ist, kommt nicht mehr dort an. Ne? Weil halt die Inserate, es ist nicht nur Facebook, es sind halt andere Internetdienste auch, die das abgesagt haben. Ne? Auf der Seite habe ich natürlich das Problem. Und auf der zweiten Seite habe ich das Problem, dass ich als Staat sozusagen hergegangen bin in Österreich und habe die Medienförderung über die letzten 10 Jahre halbiert. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gebe ich euch Inserate dafür. Ja, und dann gibt es noch das Problem, dass die also Medien, bisher gab es eine Trennung zwischen Redaktion, also jedenfalls doch bei seriösen Medien zwischen Redaktion und Anzeige. Also die Idee nach, ich weiß schon, dass das nicht mal durchgehalten wurde, das ist online, da gibt es im Moment online überhaupt noch keinen Pendant zu. Und das ist sicher problematisch. Und dann die Möglichkeit, ganz personalisiert Informationen zuzuspielen über Facebook, das hat ja schon auch eine Rolle gespielt. Also zum Beispiel schwarzen Wählerinnen oder Wählern in einer bestimmten Stadt zu sagen, aus dem, also davon abzubringen, zur Wahl zu gehen, mit Fake News, mit Anzeigen, die aber niemand anders sieht. Also auch so dieser Zielgruppe. Das ist natürlich auch nochmal eine Zusatzmöglichkeit, wo man sozusagen chirurgisch präziser eingreifen kann. Ich würde nur noch gerne zu dieser Inseratenfrage sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich die abgewanderte Werbekohle ist, die klassischen Medien
taumeln lassen quasi. Ich glaube, ob das so große Beträge sind. Ja. Das spielt schon eine große Rolle, weil die Zeitungen zum Beispiel eben weitgehend eigentlich. Aber okay, vielleicht kann ich mich schlecht erinnern, aber ich hätte nicht in Erinnerung, dass die Zeitung so viel anders ausgeschaut hätte vor 20 Jahren, aber gut. Aber es war viel mehr und sie war viel dicker. Ja, okay, möglicherweise das, aber es gibt darauf eigentlich eine gar nicht so schwierige Antwort. Das ganze Geld, das jetzt in Inserate fließt, wenn man das umwandeln würde, das sind glaube ich aktuell 120 Millionen, das umwandeln würde in eine tatsächliche Presse- und Medienförderung. Also, und eigentlich bin ich für ein Verbot von Regierungsinseraten. Wobei manche können ja sinnvoll sein, wenn man irgendwas erklären muss, was man eingeführt hat, wie eine Rettungsgasse oder sowas von mir aus. Also grundsätzlich glaube ich, es macht für den Steuerzahler, die Steuerzahlerin keinen Unterschied. Genau. Und natürlich wäre es möglich, so wie das auch vorgeschlagen worden ist in der Vergangenheit, dieses Geld an Qualitätskriterien zu binden. Und weil dann immer gesagt wird, es ist unmöglich, allgemeine Qualitätskriterien zu formulieren, das stimmt nicht. Also gibt es Auslandskorrespondentinnen, gibt es Minderheitenteil, gibt es einen Kinderteil in der Zeitung, gibt es irgendwelche speziellen, also das lässt sich mit dem Punktesystem auf jeden Fall organisieren. Grundsätzlich ja. Für uns als ORF ist jetzt natürlich das große Abschaffen der Gebührenfinanzierung, weil man sich gerade gestern wieder die Parlamentsdiskussion dazu angesehen hat und dort sehr klar rauskommt, was verstehen wir unter einem objektiven Rundfunk, nämlich da ja nur die einladet, die wir haben wollen und ja nichts gegen die FPÖ sagt, das ist dann alles nicht objektiv und das gehört alles nicht entlohnt, dann wird einmal ja ein bisschen anders, gell? Wer setzt die Qualitätskriterien fest? Das ist also ich glaube, also die dann entlohnt werden. Ich glaube, das Thema ist da fast ähnliches, wie wir es vorher gehört haben. Ja, weil auch bei den Inseraten, die sozusagen die öffentliche Hand schaltet, ja in manchen Bereichen dann halt erwartet wird, dass man halt dann nicht negativ schreibt. Also aus meiner Sicht gehört auch beim ORF, egal wie man sozusagen die Medienfinanzierung gestaltet, die Finanzierung vollkommen entkoppelt von einem politischen Einfluss. Und dann kann ich sagen, natürlich ist ein Wunsch dran, ja, die Frage, wie man herkommt, aber in Wirklichkeit, früher hat man ja auch die Inseratenabteilungen, Heinz hat es da früher gesagt, scharf getrennt von der Redaktion. Na warum? Weil dort das Geld reingekommen ist und man nicht haben wollte, dass die das anschaffen, was die schreiben sollen. Ja, wenn man sich überlegt, heute sind ja die auflagenstärksten Zeitungen nur noch so finanziert. Ne? Also Bahnhof kriegt man sie ja alle gratis und sie kennen sie alle. Da habe ich natürlich das Problem, dass ich dort 100% davon abhängig bin, von diesem gefüttert werden. Ne? Ja, ich komme nur aus einer Zeit, ich kann mich auch an das berühmte Moldofon noch gut erinnern. Also der Versuch der Einflussnahme hat es ja immer gegeben. Aber dermaßen stark wie derzeit. Und das wird halt dann mit dem verbunden. Also öffentlich-rechtlich ist nur das, wenn man diese Einladungspolitik nicht macht, aber dafür andere, wenn man diese Fragen nicht stellt, da wird es für mich heikel. Vielleicht auch wirklich auch also eine Sache der Hochschulen zumindest und Forschungseinrichtungen auch da deutlicher zu werden. Also wir müssten zum Beispiel einfach sagen, die Krone, das ist kein Journalismus. Und da kann man denen auch nicht das Siegel geben, ihr seid ein journalistisches Medium, wie ihr das sagt. Da muss man ganz klar sagen, als Ausbildungsstätte von Journalisten, das ist eben kein Journalismus, das ist ganz was anderes. Und ich glaube, da wird dabei auch ein bisschen mehr Mut gefragt. Ja, ich behaupte ja wirklich nicht, dass es am ORF nicht viel zu kritisieren gibt und dass es nicht viel besser gemacht werden könnte. Also nicht, dass man wieder falsch versteht. Also ist das öffentlich-rechtliche Prinzip noch also die Möglichkeit eines Gegengewichts. Und jetzt muss man auch sagen, ein großer Teil des ORF ist ja doch nach wie vor journalistisch auf einer hohen Qualität. Und die FPÖ will ja nicht umsonst die Gebührenfinanzierung abschaffen, weil dadurch werden die Zugriffsmöglichkeiten ja noch größer. Genau, das geht's.
So, jetzt habe ich meinen Vater verloren. Jetzt kommt noch zur Frage, was tun? Also wir haben viele über den Staat. Was können, was soll der Österreich tun, was soll der Staat tun, der ORF, die Medien, die Finanzierung? Aber ich glaube, Sie haben es gesagt, wir alle sollten auch was tun. Nicht? Wir sind, also, gerade bei diesen neuen Medien sind wir alle Verleger und Sender und Empfänger gleichzeitig. Nicht? Also, ich denke, wir alle können gegen so offensichtliche Manipulationen in Zeitungsforen, auf Facebook, wo auch immer, da dazu kommentieren. Wir alle können zumindest wählen gehen zur Europawahl, zum Beispiel am 26. Mai. Also es ist natürlich richtig, vom Staat zu verlangen, die Medienfinanzierung auf die anderen Beine zu stellen und so weiter, aber wir, die wir hier sitzen, können heute auch was tun. Ne? Ja, aber die Relationen sind natürlich ganz andere. Ja. Also ich meine, das macht man, also zivilgesellschaftliches Engagement gibt es schon sehr lange, aber das ist halt was anderes, wenn auf der anderen Seite irgendwie tatsächlich bezahlte Trolle sitzen und wenn man, ich habe das auch mal gehabt, nachdem Strache und Baumgartner gleichzeitig ein Posting von mir geteilt haben, das ist sehr interessant. Es sind dann über 1,5 Millionen Personen, die da über Facebook Einzugsgebiet sind quasi. Da ist man machtlos und natürlich braucht es deswegen gesetzliche Regelungen auf nationalstaatlicher, aber möglicherweise auch auf europäischer Ebene. Und Sie haben ja selber beschrieben, die mir dieses EU-Parlament tut. Ich glaube, es ist insgesamt einfach nur viel zu zögerlich. Und ich habe das Gefühl, dass das Grundbewusstsein dafür, warum wir diese Demokratie so ausgestaltet haben, weil grundsätzliches Verständnis von Parlamentarismus, das ist ja alles, das gibt es nicht. Also, das gibt es nicht, aber es ist halt, es erodiert. Also wir hatten vor einem Monat eine Veranstaltung, da war der Philippe Nawal dabei, Geschäftsführer von Forum Alpbach, der hat gesagt, es gibt in Österreich, wahrscheinlich auch in Europa, viel zu wenige Demokratie-Fanclubs. Ja. Er hat gesagt, es gibt viel mehr Tierschutzvereine zum Beispiel in Österreich als Vereine, die sich dafür einsetzen, sozusagen die Demokratie aufrechtzuerhalten. Also das wäre vielleicht schon ein bisschen eine Anregung, wo man versuchen könnte, alle dazu zu motivieren, für die Freiheiten, die wir haben, für die Demokratie, die wir haben, zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Und das fängt halt bei kleinen Dingen an. Aber es ist natürlich schwierig, wenn auf der anderen Seite ein Bob Mercer sitzt, dem es gerade wurscht ist. Ne? Oder Staaten sitzen, die versuchen, dort zu intervenieren. Also machen wir in Bezug auf die Europawahl, die Webseite ist diesmalwähle.eu. Und ja, Ende der Werbedurchsage. Aber tatsächlich auch das Europäische Parlament als Institution und natürlich überparteilich agierend in der Kommunikation ruft Sie alle auf, sich auch zu engagieren. Und ja, ich glaube, es ist was Notwendiges in der jetzigen Entwicklung. Ja, wenn man sich mal anschaut, was gerade passiert, also was bei den Millionären oder Milliardären, die Medien, die da was fördern, fällt mir jetzt auf der anderen Seite der Soros ein. Es ist ja auch interessant, dass genau da, wo, also die Open Society Foundation spielt eine ganz wichtige Rolle in der Finanzierung, auch von objektiver Forschung und sowas, dass genau die Institutionen, die es da noch gibt, angegriffen werden. Genauso wie man versucht, die NGOs auch hier in Österreich auszuschalten. Also alle Möglichkeiten in der Zivilgesellschaft, sich zu artikulieren, das spielen die NGOs eine ganz große Rolle, werden ja ganz systematisch angegriffen und eben der öffentliche Rundfunk. Von daher ist zu sagen, wir können alle, also im Moment muss man sagen, es geht genau in die andere Richtung und es wird sehr schnell abgegraben und Ungarn ist etwas weiter als wir, aber es geht in dieselbe Richtung. Die Frage, was können wir tun? Bin ich ja auch hart, wählen natürlich. Man muss wählen und schauen, dass es, und ich finde persönlich auch, ich finde, es müssen auch tatsächlich die Leute, sagen wir von der Mitte bis ganz links, darin übereinstimmen, dass man sich da gemeinsam verteidigen muss. Also von den Wirtschaftsliberalen bis wirklich zu Varoufakis, finde ich, muss das klar sein, dass es da also wenigstens eine faktenbasierte Politik und Diskussion geben muss. Über alle anderen Gegensätze hinweg. Darf ich nur nachfragen, die Konservativen haben sich schon aufgeben. Nee,
ist eben eingefallen von dem Peter Klümer, glaube ich, spricht er sich aus, oder? Was ich neulich im Podcast gehört habe, wo er gesagt hat, die Faschisten singen nie alleine. Die singen immer nur in Verbindung mit jemand anders. Und das war bei den Nazis so und das ist auch in Ungarn so eigentlich. Und ich habe die nicht aufgegeben. Ich finde auch, dass die Hauptschuld haben. Natürlich ist es skandalös, dass die ÖVP das mitmacht. Und dass diese Fake News, dass der Antimigrationspakt uns bedroht, das ist eine Fake News, die vom Breitbart kommt. Dass da der österreichische Bundeskanzler sich zum Sprachrohr macht, von daher kann man, ich finde diese Appelle hilflos, weil das ist selbst ein Rechtspopulist. Ja. Aber natürlich müssen die Konservativen das mitmachen, auch in den USA. Die Hoffnung kann ja nun sein, dass die Republikaner, dass da einige selbst was tun, aber man muss sagen, die Hoffnung finde ich im Moment einfach sehr begrenzt. Man kann hoffen, also da muss jetzt mal sagen in Deutschland bei der CDU, dass sie zumindest jetzt noch etwas anderes Signal gegeben haben. Also es gibt natürlich bei den Konservativen auch Leute, die das ablehnen. Ich glaube, das sieht man sehr stark, weil das ist ja nicht Trump so umstritten in der eigenen Partei, aber der hat dort immer wieder Probleme mit der eigenen Partei. Ne? Ist eher untypisch. Ja, aber enden wollen, aber doch immer wieder. Ne? Und man sieht es ja auch in Österreich, dass es auch in der ÖVP nicht durchgehend die gleiche Meinung gibt. Ne? Die Thematik, glaube ich, die man dort noch hat, ist, man hat jetzt einen Popstar, der halt sehr erfolgreich ist und man hat halt bestimmte Dinge jetzt geschafft, die man vorher nie geschafft hat. Und deswegen ist es halt schwierig, wahrscheinlich auch dort innerhalb der Partei jetzt zu kritisieren. Käme mir vor. Was kann man machen, um die Frage nochmal aufzugreifen? Also auf jeden Fall müsste man vielschichtig fahren in meinen Augen. Also es gibt einmal klar die große Oberfläche, ich bin ja auch so ein hoffnungsloser Bildungsromantiker, dass man sagt, okay, man gibt über die Bildung weiter, was wir eben schon angesprochen haben, was ist Journalismus, was gibt es für verschiedene Formen des Journalismus, wie sieht das Ganze aus, wie sind Blogs aufgebaut, wie funktioniert das, wie funktioniert diese Meinungsmache hier und da. Dann gibt es die Möglichkeit zu reden, dass wirklich gerade auf Social Media, in Communities gesprochen wird, über bestimmte Probleme einfach diskutieren. Das ist auch schon eine Form des Verstehens. Wenn man etwas versteht, hat man weniger Angst. Das ist halt zwangsläufig so. Wenn ich etwas nicht kenne, habe ich Angst und Skepsis. Wenn ich das kapiert habe, was da ist, habe ich keine Angst mehr vor. So, und dann fährt man noch weitere digitale Medienstrategien, die jetzt vielleicht nicht ganz so an der Öffentlichkeit ist. Sprich Vernetzung von diversen Gruppen, die sich gegenseitig den Rücken stärken. In Deutschland hatten wir in Anfängen, muss ich gestehen, Reconquista Internet, was ich ganz toll fand, was ich auch anfangs unterstützt habe, was leider stark verlaufen ist im Sand und wirklich nicht mehr so stark ist, wie es mal ist. Es gibt noch eine zweite Gruppe, die sich daneben gebildet hat, die im Moment sehr erfolgreich ist. Die hat diese ganze Coca-Cola-Kampagne hochgefahren. Das ist eine Splittergruppe aus Reconquista Internet, die sich verselbstständigt hat und da ziemlich aktiv arbeitet. Das sind natürlich so Aktionen, die müssen mitlaufen, ganz klar. Ob man die jetzt selbst unterstützt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es muss wirklich eine Gesamtströmung dann sein, wo sich dann die Leute, die auf dem oberen Level in der Diskussion, in dem Lernen, in dem Verstehen arbeiten, sich unterstützt fühlen von Aktivisten, die das Ganze auch mitmachen. Also das ist so die Idee, die ich da sehe, ein vielschichtiges Agieren. Sonst noch zu dem Thema? Ich meine, Fragestellung vielschichtiges Agieren ist halt, wir haben quasi das Thema Bildung besprochen, das natürlich ein starkes ist. Wissenschaftsskepsis ist da drinnen natürlich auch ein Thema. Das muss man irgendwie auch lernen, glaube ich. Es ist auch das Thema Medienkompetenz auch. Also mein Großmutter hat immer gesagt, das steht in der Zeitung, also muss wahr sein. Also das war sozusagen ihr Zugang. Damals war es wahrscheinlich wichtiger als jetzt. Damals hat man halt noch ein bisschen stärkere Qualitätsanforderungen an die einzigen verfügbaren Medien gehabt. Und alles so, das war möglicherweise vor meiner Zeit. Zumindest es gab bezahlte Redakteure und Chefredaktion, die halt noch drauf geschaut hat. Heute habe ich ja bei Blogs niemand mehr da drauf schaut. Also in Wirklichkeit ist es die Druckerpresse, die halt vervielfältigt. Also ich denke mal, das hat sich schon verändert von meiner Großmutters Zeit bis jetzt. Natürlich gab es damals auch bessere oder schlechtere Medien, aber ich denke mir, es gab nicht ganz unkontrolliert sozusagen, jeder kann die Druckerpresse anwerfen. Also das glaube ich ist. Also ich glaube auch früher gab es mehr Kontrolle, Diktaturen hatten die Möglichkeit, wirklich die Wahrnehmung der Menschen komplett zu steuern. Das gibt heutzutage
schwierig, also sogar das Land und die Staat schafft nicht, Facebook ganz abzuschalten und so sind wirklich nicht die Dinge. Ne? Früher gab es mehr Kontrolle, es gab Parteizeitungen in Österreich, die eine ganz große Aufgabe hatten. Ja, da musste ich. Das war wirklich vor meiner Zeit, ich weiß nicht, die. Aber ich denke mal, eine Parteizeitung wusste ich, ja, nicht die Arbeiterzeitung wusste ich, ja, wer die druckt und da wusste ich, was ich da zu erwarten habe. Ja. Heute, wenn ich irgendwas lese, ja, man nimmt unzensuriert her, jemand, der sich nicht damit beschäftigt, ja, was ist das? Ja? Weiß man nicht so genau. Ne? Also, wir wissen es alle. Verbale zum Beispiel. Ja, also wer zahlt das, wer finanziert das? Also, ich glaube, früher wusste ich einfach, wenn ich was in die Hand nehme, das ist halt eine Parteizeitung. Da erwarte ich sozusagen Ideologie drin. Ne? Heute werde ich mit irgendetwas gespielt, was vielleicht ich glauben möchte oder nicht, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist ja oft, es steht ja nicht vorn drauf immer. Also diese Impressumspflicht von der Druckerpresse haben wir jetzt nicht mehr so sehr. Ne? Weil in Breitbart News wissen wir zwar jetzt, dass es finanziert wird von Bob Mercer, aber früher, am Anfang, wird man das vielleicht auch nicht so groß haben. Ne? Das glaube ich ist schon anders. Die Impressumspflicht haben wir schon. Das Problem ist, sie lässt sich zu leicht umgehen. Ja, klar, wenn ich einfach nur meinen Server irgendwo auf den Osterinseln oder sonst was stehen haben muss oder darüber meine Seite laufen haben muss, dann brauche ich keine Presse mehr haben. Das ist ein riesengroßes Problem. Ne? Außerdem hilft es ja auch nicht, wenn ich nicht weiß, wer der Finanzier dahinter ist. Ne? Ja, das spielt viel zu. Es gibt genug Seiten, die haben ja Impressum drinnen. HPC-GmbH. Ja, genau. Das macht dann so den Schein. Anscheinend ist es seriös, ist ja Impressum da, sagt gar nichts aus. Genau. Ja, ich wollte nur kurz an einem kleinen Punkt noch widersprechen. Ich glaube, also obwohl ich habe das gesagt mit der Wissenschaftsfeindlichkeit und dass das ein Scheitern gibt und so weiter, aber ich halte das mit der Bildung tatsächlich für Romantik. Es geht, es ist natürlich gut und wichtig und eigentlich soll es so funktionieren und also ich unterstütze alle Geschichten, die so funktionieren, dass man versucht in den Schulen aufzuklären, aber das dahinterliegende Problem ist ein größeres, ein politisches. Es geht um die Frage, wie geht es den Leuten, was ist ihr Blick auf die Zukunft? Und das ist einfach anders als in den 80er, 70er Jahren, was auch immer. Und damit hängt es, glaube ich, ganz eng zusammen, dass wir entwickeln gemeinsam unsere Gesellschaft weiter. Das interessiert die Leute, glaube ich, auch nicht. Das ist auch nicht so, dass, also wer liest denn Zeitung und wie liest man Zeitung? Das ist, wir haben da, glaube ich, auch ein bisschen eine romantische Vorstellung davon, was die Leute tatsächlich beschäftigt. Und das ist, glaube ich, nicht in erster, also das ist nicht in erster Linie, ich gestehe jeden Tag in der Früh auf und lese als pflichtbewusste Bildungsbürgerin meine Zeitung und oder liest halt irgendwelche Sachen im Internet, sondern ich glaube, dass es einfach ganz, ganz viel mit der politischen Lage insgesamt zu tun hat und mit der Verunsicherung, die Erfolge von Liberalisierung ist und von Individualisierung und. Auf eine gewisse Art und Weise sind diese Dinge, die jetzt passieren, also da gibt es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das dahinter liegt und das massiv begünstigt und nur sehr, sehr stabile Demokratien schaffen es ein bisschen besser, sich da zu halten, aber das ist jetzt nicht, ich habe nicht das, also das ist, Fake News ist nicht ein Problem, das wir an der Oberfläche mit ein bisschen besserer Bildung lösen können, sondern das klingt jetzt so nach Gesellschaftsdiagnose, aber das ist es eigentlich auch. Ja. Das ist ein mehrschichtiger Ansatz. Aber dieses Buch da von dem Doherty und diesen MIT-Kollegen, da ist auch ein Kapitel über Literacy und ich habe, bevor ich diesen Studiengang da gemacht habe, haben wir das gegründet, das heißt Web Literacy Lab. Und wir sind da ganz interessiert dran. Aber die sagen auch, es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, dass Forderung nach mehr Bildung zu irgendeinem Effekt geführt hat. Und die Dana Boyd, die sich auch viel mit diesen Dingen beschäftigt hat, die hat jetzt ja was geschrieben, es kann sogar ins Gegenteil gehen. Also die Web Literacy trägt im Moment vor allem dazu bei, oder die Internet Literacy, die geben Leuten auch mehr Mittel
Schlüssel in die Hand zu geben, die manipulieren. Also das ist jetzt, muss es nicht so sehen, aber ich denke auch, ich sehe es ganz genauso. Ich sehe es nur viel pessimistischer. Weil ich glaube, pessimistischer? Ja, weil ich mir denke, das ist erst der Anfang, was ich jetzt tue. Ja, und ich finde, man muss vielleicht erstmal Defensivstrategien entwickeln und schauen, dass man wenigstens so eine Art Netzwerk hat, was nicht angreifbar ist. Dass man Kommunikationsinfrastruktur hat, in die keiner reinkommt. Weil man kann sich auf den Staat wie den österreichischen unter diesen Bedingungen nicht verlassen. Wie kann ich das sichern, dass ich trotzdem kommunizieren kann? Ich glaube, das wäre zum Teil erstmal angesagt, dass sie auch nicht nur von großen Konzernen abhängen, die auch leicht manipulierbar sind oder steuerbar sind. Ich meine, in der Türkei kann man nicht einfach soziale Medien verwenden. Das ist nicht so weit weg. In Ungarn wird das auch abgebaut. Also ich wäre da nicht so optimistisch, dass das was jetzt sich gibt, ich bin jetzt auch alt und vielleicht paranoid, aber was sich jetzt getan hat, das ist so unglaublich im Verhältnis zu dem, was man vor 10 Jahren angenommen hat. Wenn man sich das aber weiterdenkt und denkt, dass auch solche Entwicklungen auch exponentiell verlaufen, dann kann es auch mal sein, dass die Verhältnisse hier noch viel weniger demokratisch sind und wie in Ungarn oder schlimmer. Und man muss auch für sowas Rücksicht nehmen. Ganz wichtiger Punkt mit den Netzwerken, da stimme ich zu 100% zu. Diese Netzwerke, wie ich ja gesagt habe, wo die Leute, wo man sich gegenseitig den Rücken stärkt. Das ist das Wichtige und das fehlt im Moment. Das fehlt ganz derbe. Also ich sehe jetzt zwei Themen, die du jetzt gesagt hast. Das eine Thema ist, kann ich den Plattformen vertrauen? Also wenn ich Facebook hernehme, als Beispiel technische Plattform, betreibt Facebook selbst Politik, sage ich jetzt einmal. Weil durch das, was sie zulassen oder nicht zulassen, dort gibt es ja auch Content-Moderatoren, betreibe ich sozusagen durch das, was Facebook als Plattform tut, schon Politik in irgendeiner Form. Weil Facebook sagt ja immer, ich halte mich total raus und das, was da passiert, machen alles die anderen. Die Frage, ob das mal stimmt. Und die zweite Fragestellung, und das sieht man in der Türkei relativ schön, dass es natürlich Gesetze gibt, an die sich auch diese Plattformen halten müssen. Also Facebook zum Beispiel muss auch in der Türkei nicht erlaubt, dass man den Erdogan kritisiert, deswegen wird also alles, was dort quasi gegen den Erdogan ist, wird halt gefiltert. Müssen sie tun, weil sonst sind sie in dem Markt ja nicht mehr erlaubt. Und ich glaube, die zwei Themen muss man irgendwie auseinanderhalten. Also die eine Thematik ist natürlich, wenn ich eine autoritäre Regierung habe, dann kann die Regierung vorgeben, was auf Kommunikationsplattformen allgemein erlaubt oder nicht erlaubt ist. Das passiert. Und die zweite Thematik ist, machen diese Konzerne selbst indem sie in den Content eingreifen. Das ist deine Meinung dazu. Ja, sicher. Der größte Markt ist natürlich der europäische Binnenmarkt. Und man sieht schon auch, dass sich diese Konzerne und diese völlig freiwilligen Verhaltenskodizes, die die Kommission vorschlägt, da bis zu einem gewissen Grad auch halten. Also die Kommission sieht klare Fortschritte. Es gibt einen Verhaltenskodex zum Thema rassistische Hassreden oder so, wo sie feststellen, dass vor Jahren, 2015 und 2016, als das eingeführt wurde, nur 30% aller von gewissen Stellen gemeldeten Beschwerden, dass ihnen nachgegangen wurde von Facebook, und 2018 wurden 70% innerhalb von 24 Stunden gelöscht und so weiter. Also da gibt es durchaus noch, was zum Beispiel die Transparenz der politischen Werbung betrifft. Wenn Sie heute auf Facebook eine politische Werbung sehen, können Sie sehen, an wen adressiert der Werbeauftraggeber das. Ne? Warum sehen Sie diese Werbung? Weil Sie eben zu dieser oder jener Kategorie gehören. Ne? Ja. Also, dieser wirtschaftliche Hebel ist durchaus einer, den man nicht vernachlässigen sollte und durchaus auch im Sinne von besseren Medien. Man kann sogar mittlerweile schauen, welche Werbung geschaltet wurde. Das finde ich noch mehr an der ganzen Sache. Also das heißt, in dem Inforeiter an der linken Seite kann man unten das anklicken. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und da kann man sehen, was alles geschaltet wurde. Das ist wirklich das Beste. Weil früher waren die verschwunden, wenn die einmal angezeigt waren. Aber also das ist eh gut und nett, dass die das machen. Aber es gibt natürlich unfassbar viele andere Probleme, es gibt mehrere Verfahren, die immer noch anhängig sind, die Eva Klawischnik gestartet hat gegen Facebook, wo man zum EuGH noch weitergehen wird und wo es sehr spannende Urteile gibt um so Dinge wie, wo muss das eigentlich gelöscht werden, weil zum Beispiel dieses
dieses Bild von, also zeitlang hat es immer so Fake-Zitate gegeben, wo der Evangelistik in den Mund gelegt worden ist, wir müssen den Flüchtlingen erlauben, Frauen zu vergewaltigen, weil das gehört schließlich zu ihrer Kultur. Das ist nur in Österreich gelöscht worden, in den anderen Staaten ist es weiterhin abrufbar. Es ist unmöglich, überhaupt eine verantwortliche Person in Österreich überhaupt zu finden. Es ist in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das auch sehr viele Fehler hat und Probleme, besser, weil da gibt es zumindest eine Ansprechperson. Aber was man halt schon ehrlich sagen muss, ist, Facebook verdient das Geld mit der Hetze. Diese Algorithmen funktionieren deswegen so gut und sie funktionieren genau mit den extremen Inhalten und mit den rassistischen und mit den hetzenden Inhalten. Und das, also 24 Stunden, binnen 24 Stunden löschen, ist eh nett, aber sobald das irgendwie ein paar Stunden draußen ist, und das ist auch das Problem bei der Sprachis-WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, ich meine, es sind glaube ich 100.000 Leute drinnen, da braucht man mit einer Korrekturmeldung, erstens einmal wird dort sicher niemals ever eine Korrekturmeldung gepostet, das ist draußen und das war's dann. Ne? Das müsste man vielleicht auch noch berücksichtigen, diese WhatsApp-Kommunikation, also in Brasilien, der Bolsonaro, der hat so einen großen Teil geworden über WhatsApp-Gruppen. Und das ist eine Kommunikation, die man von außen überhaupt nicht reinschauen kann. Das spielt eine ganz große Rolle. Und das ist sogar noch ein Stück weiter als das sozusagen doch offene Facebook, in dem man so in etwa nachvollziehen kann. Ja, das ist natürlich kein Plädoyer für Überwachung und Auszensur oder sonst irgendwas. Das ist das grundsätzliche Dilemma. Ne? Umso mehr man eingreift, umso mehr hat sich die Frage dann. Wobei ja YouTube noch mehr auffällt in dem Bereich. Also es wird nur über Facebook gesprochen, sehen YouTube das viel größere Problem. Warum? Abgesehen davon, dass diese Kanäle dort ja wirklich wie die Pizza aus dem Boden schießen, also gerade auch von den Identitären und sonstiges, wir kennen doch alle diese Algorithmen. Ein User von mir postet wieder mal irgendeinen Link, wo man denkt, erstens aber ich muss was anschauen, natürlich. Und was dann als nächstes und als nächstes und als nächstes kommt, also das hat man bei Facebook bei Weitem nicht in dem Maße. Und gut, über die Kommentare drunter reden wir dann überhaupt nicht, über die sind gar nicht mehr. Also was man einfach mal ausprobieren, so den eine oder andere identitäre Video mal anschauen und dann einmal am Sonntagnachmittag, wenn man guten Morgen hat, damit verbringen, nur den Algorithmus zu folgen. Sensationell. Und es macht wirklich fast so was wie Brainwash, wenn man sich ein Video nach dem nächsten gibt. Also es macht auch mit einem selber was. Kann man jederzeit im Selbstversuch ausprobieren. Ja. Die Sache mit der Verlagerung von Facebook nach WhatsApp, das konnten wir auch in den letzten Jahren beobachten. Also bei uns läuft das mit der Arbeit ganz kurz umrissen so, Nutzer senden uns Anfragen und wir schauen dann, was steckt dahinter. Meist kriegen wir noch Screenshots von irgendwas. So früher haben wir wirklich primär Screenshots von Facebook gekriegt. Das hat sich gewandelt und mittlerweile kriegen wir sehr, sehr viele Screenshots, die ja von Themen auf WhatsApp, wo dann wirklich was ist, was auf Facebook zwar zu finden ist, aber die Leute teilen sich es über WhatsApp weiter. Und da sehen wir, dass wirklich die Verlagerung der Kommunikation tatsächlich auf die Gruppen, auf die 1-zu-1-Chats ist. Und da ist wirklich dann das Problem, du kannst das nicht monitoren, du kannst das nicht finden, du kannst das nicht nachvollziehen. Vielleicht ganz kurz noch dazu zu dem Thema Content Moderation. Wir haben vorher auch schon Zensur gehört, wir haben über Facebook ein bisschen geplaudert. Die Thematik, die ich dort sehe, ist, aus meiner Sicht machen ja die Regeln sozusagen, was jetzt wie auf der Plattform drauf bleibt oder nicht drauf bleibt, die Plattform selbst. Ja. Also ich weiß nicht, wie Sie das oder das sehen. Soll es da nicht Regeln geben in irgendeiner Form? Also mir kommt vor, dass sozusagen, wenn die Plattform die Gesetze selbst schreibt, das ist ja schwierig, wenn man sozusagen gleichzeitig die Regeln schreibt und sie dann exekutiert. Gut, wir machen es uns im Grunde genommen sehr einfach. Ja? Nachdem uns große Reformen gestrichen worden sind, bieten wir jetzt Debatten an. Jetzt haben wir klare Regeln und eine der simpelsten ist schon einmal, es muss um das Thema der Debatte gehen. Also nicht irgendwas verbreiten, wenn man einen Link dazu schreibt, sondern auch wirklich was daran überzeugt. Und in dem Moment, wo man solche Regeln vorgibt, zwingt man sich schon zu einer seriöseren Diskussion und tut sich dann immer so schwer.
Nur Beschimpfungen fliegen natürlich raus, aber das ist eine Möglichkeit, die wir mit Debatten haben, mit gut moderierten Debatten eben zu Themen. Das geht auf Social Media Plattformen. Und da wird es dann natürlich schon wieder viel, viel kritischer, wie gehe ich damit um, was nehme ich raus? Also wir haben uns vorige Woche gemeinsam angeschaut mit einigen Interessenten den Film The Cleaners. Ja. Sehr spannend, man sieht also da drinnen, wie, ich glaube in Manila ist es, Herrschaften sitzen, die sozusagen den ganzen Tag nichts anderes tun, als Facebook-Fotos durchklicken. Ich habe es jetzt nicht gemerkt, aber ich glaube 20.000 Fotos am Tag, die man sich anschaut dort. Und spannend ist natürlich dabei, dass die Regeln, die da dahinter sind, sind Facebook-Regeln. Ich meine, einige sind nachvollziehbar und klar, was Rechtbruch ist, sage ich jetzt einmal, in den meisten Staaten dieser Welt. Andere sind halt, sage ich jetzt mal, amerikanisch Kultur gegeben. Hat man in Amerika zum Beispiel eben, weiß nicht, Frauenbrüste ist eh der Klassiker dafür, nicht zeigen darf und deswegen ist es sozusagen. Ja, aber das ist in Österreich quasi grundsätzlich erlaubt, dass man so etwas zeigt. Ne? Und das ist in Amerika halt kulturtechnisch sind halt solche Dinge verboten. Da gibt es ein paar Sachen, die halt kulturkreisabhängig sind. Das heißt, die Fragestellung, die natürlich ist, auf der einen Seite gibt es kein Regelwerk, das weltweit gilt. Ich habe ein anderes Problem mit der Facebook-Diskussion auch immer wieder, das ist ein medienrechtliches Problem. Im Grunde genommen müsste ja jeder Inhaber einer Facebook-Seite auch Medieninhaber sein und damit rechtlich belangbar. Und das geht, also da wird ständig wieder, das muss Facebook tun, das muss Facebook tun, dass auch Politiker und sonstiges wirklich belangbare Beiträge aus sich selber posten und dann einfach auf ihre Pflicht als Medieninhaber verzichten. Das ist ja dieses ständige Hin- und Herschieben, wer ist verantwortlich? Derjenige, der Facebook-Seite betreibt, oder Facebook selber. Und gerade die, die es betreiben, machen sich da oft auch wahnsinnig einfach und da gehört medienrechtlich viel klarer durchgegriffen, finde ich. Und das ist so eine Grauzone. Das Problem ist der, wer greift durch? Eigentlich ist es ja geklärt. Wenn wir bei Mimikama was schreiben, wo wir was verstoßen, was nicht richtig ist, kann man uns belangen. Wir haben eine Adresse, da steht, da ist dann der Tom oder ich und dann kriegen wir einen rüber. Das kostet manchmal auch Geld, dann haben wir Pech gehabt. Das gibt es. Das Problem ist, man kann diese Menschen nicht greifen. Wenn Fake-Profile wirklich eine Seite aufbauen. Ja, meistens nicht um Fake-Profile. Ja, also ich glaube, da ist ja die Sigi ganz stark betroffen gewesen davon, weil bei deinem Gerichtsverfahren, das du gehabt hast, war ja die Thematik, dass derjenige behauptet hat, unter dessen Profil das gepostet wurde, dass es gar nicht war. Ne? Also ich glaube, das hängt uns schon sehr stark zusammen. Und die Urteilsbegründung ist, ich hätte meine journalistische Sorgfaltspflicht als Medieninhaberin nicht ausreichend eingehalten, weil ich dem Typen nicht zurückgeschrieben habe, ob es denn das Problem war ja, dass es eben quasi eine private Nachricht war und veröffentlicht und sagt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Nein, das ist nicht das Problem. Ich kann jede private Nachricht veröffentlichen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe es schon gelesen. Also es ist viel komplizierter. Aber es ist auf jeden Fall, also das weiß ich auch aus den Jahren bei den Grünen, dass die journalistische, also dass diese Medieninhabergeschichte bei Facebook, das geht sehr schnell. Also die Grünen wir haben selber, vor allem im Wahlkampf, und ich weiß jetzt auch von der Bellen-Wahlkampf, Leute eingestellt, die genau das gemacht haben. Jede von den Grünen betriebene Seite permanent durchgehen und alle Hetzpostings, alle Morddrohungen und alles löschen. Und wir haben natürlich den Leuten, die das gemacht haben, auch Therapie gezahlt, also Supervision gezahlt, weil es notwendig ist. Und sobald man das mal am Nachmittag gemacht hat, ist man völlig hin. Also das ist unfassbar. Also dass das nicht, dass da nicht durchgegriffen würde, es würde nicht geklagt in den meisten Fällen. Ja, und vor allem, aber grundsätzlich ist das, also für mich als Politikerin, das war der größte Stress, weil ich will mein Profil nicht aus der Hand selbstverständlich, geben. Das ist aber gleichzeitig hat die Partei natürlich immer gesagt, du willst, aber wenn du da nicht alles rechtzeitig, wenn du das nicht richtig monitorst, dann haben wir die nächste Klage picken. Also das ist schon, also gerade unter Politikerinnen ist das, glaube ich, sehr wohl bewusst und wird auch exekutiert. Ja. Also nur weil da die Seite FPÖ ist, die ohnehin die ganzen Geschichten sehr gut sammeln. Konsequenzen null. Also
möglicherweise nicht geschafft werden. Weil man nicht weiß, wer dahinter steckt. Weil die meisten nicht wissen, wer dahinter steckt. FDFS oder das sind vielleicht die Posten unter Klarnamen. Das klappt niemand, das ist das Problem. Aber auf der anderen Seite könnte ich ja dann auch hergehen und sagen, ich habe es falsch verstanden. Deinem Urteil folgend könnte ja dann auch behaupten, das war ich gar nicht. Ja, das kann man offenbar, also ich habe auch nicht gedacht, dass diese Ausreden gelten. Es ist auch die Maria Windhager, meine Anwältin, die in dem Bereich Pionierin ist, in vielem, also gerade was diese Facebook-Klagen auch betrifft. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das geht, aber der Richter hat befunden, es geht. Ja, weil ich könnte ja auch, wenn ich so eine Seite jetzt habe, sagen, ja, da ist jetzt was Böses gepostet worden. Ups, ich weiß nicht. Ne? Ja, also wir haben schon auch sehr viele, also die Grünen haben, also Eva Glawischnik hat ja auch ganz, ganz viele Hater verklagt und hat auch in vielen Fällen, also sind die verurteilt worden oder es hat einen Vergleich gegeben, was im Übrigen nicht heißt, dass die Grünen daran verdient hätten, weil die Prozesse, also das ist trotzdem ein Minusgeschäft und außerdem ist das, was man davon gekriegt hat, dann immer gespendet worden, also das geht sehr ins Geld. Aber was wollt ihr sagen? Jetzt habe ich den Fall verloren. Naja, also die Leute sind auffindbar und, da ist einmal, da sagen die Leute halt, ich bin gehackt worden, ausgerutscht und so, aber das ist bis zu meinem Fall, gibt es von einem anderen, bei dem so eine Ausrede durchgegangen wäre. Ja, ich finde es katastrophal in Wirklichkeit, ne, weil wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass jemand seinen Account tatsächlich selbst bedient, wird es schwierig, ne, weil dann ist die ganze Haftbarkeit quasi für irgendwas, was ich online tue, vollkommen widersinnig, weil man muss auch davon ausgehen, dass wenn ich, weiß nicht, ein Geld von meinem Konto überweise, dass das ich war und dass ich nicht nachher zur Bank gehen kann und sagen, Entschuldigung, jetzt ist eine Million weg, die ich nicht habe, aber das war ich nicht. Ne? Man muss dazu sagen, dass mein Fall wirklich extrem speziell ist, weil ich geklagt wurde. Es habe ja nicht ich den geklagt, dann wäre das alles noch was anderes gewesen, dann wäre die Beweisführung ganz anders gewesen und. Also es ist jetzt nicht so, dass generell jeder behaupten kann, ich weiß nicht, und damit durchkommt, wenn das Urteil hält, was ich nicht hoffe und wovon ich eigentlich auch nicht ausgehe, dann wird es sehr viel in Frage stellen, dass wir was nicht machen. Eigentlich jede Ebene. Wir haben, glaube ich, über den Themenbereich, der dich betroffen hat, noch gar nicht geredet. Also wir haben jetzt über quasi Fake News und über Medien grundsätzlich sehr viel geredet, über das Thema Hate Speech haben wir noch nicht gesprochen. Dabei habe ich schon so viel geredet. also ich glaube, der Fall ist allgemein bekannt. Ich kriege seit meinem ersten öffentlichen Auftritt, das war ein Interview im Standard, im Online-Standard 2009 zu meiner Spitzenkandidatur für die Graz. Das war mein erster medienöffentlicher Auftritt und seitdem kriege ich Hass. Wobei ich sagen muss, dass sich das verschärft hat nach 2015 und insbesondere nach Köln. Warum das genau so ist, möglicherweise, weil da die Finanziers eingestiegen sind mit irgendwie von rechtsextremen Medien, weiß ich nicht genau, aber seit damals wird es gewalttätiger, also bis dorthin war es nur normaler Hass und seitdem ist es halt mehr Vergewaltigungsdrohungen und Morddrohungen und so. Und ich bin verklagt worden, also ich habe eine Nachricht veröffentlicht, die von Bierhändler in der Strotzigasse. Seinem Account. Von seinem Profil. Das im Gericht verständlich zu machen, was der Unterschied zwischen einem Profil und einer Seite ist, schwieriges Unterfangen. Dann sollte man den Richter als Befangenen ablehnen und die Sache hat sich gut. Ja, so läuft es halt nicht. Also, zu blöd ist in Anführungszeichen nicht einfach. Ja, das funktioniert so nicht. Aber die Geschichte ist, ich habe die Nachricht veröffentlicht, sie war Vergewaltigungsankündigung, also er hat mir an alle Vergewaltigungen in Aussicht gestellt, mehr oder weniger. Und ich habe einfach das Posting 1:1 kopiert und auf Facebook gestellt und er hat mich daraufhin verklagt wegen übler Nachrede, wovon wir ursprünglich ausgegangen sind, dass gar nicht geht, weil ich habe ihm keine Straftat unterstellt.
aber ein sozial geächtetes Verhalten, und ich bin tatsächlich verurteilt worden zu einer nur dazu sehr hohen Strafe, und also 4.000 Euro, das kriegen viele Medien nicht, und 4.000 Euro unbedingt. Aber wir gehen in Berufung, die Gegenseite auch, sie findet das alles nur zu niedrig. Der Prozess, also es ist jetzt diese Woche das Urteil endlich zugestellt worden, damit unsere Weihnachtsferien ja nicht so schön werden. Das Ding ist, wir fighten das jetzt aus und gehen in die nächste Instanz, wenn es sein muss, bis nach Straßburg. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich. Was aber vor allem gut ist, ist, dass dieser Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und wir einerseits ihn dazu nutzen konnten, Spenden zu sammeln. Also ursprünglich wollten sehr viele Leute vor allem für mich spenden, aber nachdem ich hoffe, dass sie ja sowieso gewinnen, ist das Geld für alle anderen und hoffentlich nicht für mich. Man kann auch immer noch spenden unter respekt.net, und wir finanzieren mit dem Geld Klagen für Betroffene von Hate Speech. Das wird verwaltet von Zara, die auch die Beratungsstelle gegen Hass im Netz betreuen, also im Auftrag der Regierung. Das Ziel ist, den Druck weiterhin so hoch zu halten, dass die Regierung tatsächlich Gesetze erlassen muss, die eine Veränderung in den Bereich bringen, weil das Grundproblem in meinem Fall war, es ist nicht strafbar, es ist legal, solche Dinge durch die Gegend zu schicken, und es gibt keine Möglichkeiten oder erfolgsversprechenden Möglichkeiten, gegen solche Nachrichten vorzugehen. Das Ziel ist, dass wir im Jänner mit den entsprechenden Institutionen versuchen, gescheite Vorschläge auszuarbeiten, weil das, was der Regierung bisher eingefallen ist, ist der ärgste Blödsinn. Also ich habe das gekriegt unter Klarnamen, ich kriege ja sonst den allermeisten Hass unter Klarnamen, aber der Regierung ist eingefallen, wir machen ein digitales Vermummungsverbot. Zuerst haben sie noch gemeint, dass sie machen überhaupt Klarnamenpflicht, das haben wir ihnen wegdiskutiert über Nacht noch, aber dieses digitale Vermummungsverbot ist so Modell Südkorea. Die haben auch versucht, gegen Hasspostings vorzugehen, indem sie ein Gesetz erlassen haben. 2007 war das schon. Also dort hat jede Person, die sich in irgendeinem Forum, also, und das ist dann egal, ob das jetzt Facebook ist oder zum Beispiel die ORF-Seite, mitdiskutieren wollte, musste seine Sozialversicherungsnummer oder quasi so eine Personal Identification Number hinterlegen. Der Effekt war, es sind zwar am Anfang sind die Hasspostings ein bisschen weniger geworden, dann sind sie einfach anders formuliert worden, aber vom Volumen her ist es völlig gleich geblieben, aber es sind die Daten von 35 Millionen Südkoreanerinnen gestohlen worden, weil die liegen dann natürlich bei den Plattformbetreibern und auf dem Schwarzmarkt für Identitäten gelandet. Das ist das, was die Regierung bis jetzt vorgeschlagen hat, mir zu helfen oder anderen Betroffenen zu helfen. Vielleicht kurz nur, ist es aus deiner Sicht so, dass du deswegen besonders im Schussfeld bist, weil du quasi Politikerin bist, oder betrifft es generell alle Frauen, oder wie ist das, glaubst du? Also es betrifft besonders stark Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, und zwar ganz anders als Männer. Also Armin Wolf kriegt auch Hass, aber der kriegt keine Vergewaltigungsdrohungen und ich glaube nicht so viele Morddrohungen und so. Also das, was man auch kriegt, sind so Folterbeschreibungen und so Zeugs. Das ist nicht lustig eigentlich. Das tun Männer einfach nicht. Also es geht da schon um einen ganz speziellen Frauenhass. Und davon sind Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, besonders betroffen, aber die haben auch andere Möglichkeiten. Also ich bin in einer sehr privilegierten Situation, weil mich das auch nicht trifft. Mir ist das vollkommen wurscht, schon immer gewesen. Das geht nicht allen so, die damit, also Eva Klawischnik zum Beispiel, hat es überhaupt nicht ausgehalten. Aber die wirklich darunter leiden, sind Leute, die nicht täglich damit konfrontiert sind, die das wirklich aus der Bahn wirft. Die löschen ihre Accounts, die sind vollkommen verunsichert, verständlicherweise, und für die muss man vor allem was tun. Es geht mir jetzt nicht um eine Lex Maurer, das wäre völlig unangebracht aufgrund der speziellen Fallkonstellation, sondern es geht darum, dass man gegen solche Hassnachrichten
effektiv was tun kann als Betroffene. Und zwar kostenlos und schnell. Weil das nächste Problem ist, und das ist halt das Problem für Zara, die halt dann die Betroffenen betreuen, man muss sich dann monatelang damit beschäftigen. Und bis jahrelang, bis dieser Prozess abgewickelt ist. Und das ist in vielen Situationen nicht zumutbar. Und das Problem ist ja dann meistens auch die ganz persönliche Verunsicherung. Also auch wenn ich das klagen kann oder könnte, oder wenn es gelöscht wird, die persönliche Verunsicherung bleibt. Also ich habe das schon lange bei meinem Team eingeführt. Wir kriegen das natürlich vor allem per Mail. Es ist nicht so, dass wir nicht auch wunderschöne Mails bekommen würden. Antworten auf User-Beschwerden nicht mehr mit Klarnamen. Die Einzige, die mit ihrem Namen unterschreibt, bin ich. Die anderen unterschreiben nur noch als Team. Und zwar, und da sind wir dann auch schon wieder bei der Klarnamenpflicht, gegen die ich sowieso absolut bin. Ich habe in meinem Team halt einige Personen, die heißen halt nicht Fitzmeier oder Michaela Müller, sondern sind sehr leicht anhand ihres Namens auch zu googeln. Und gut, die Namen waren dann natürlich auch auf diversen Plattformen verbreitet, haben wir alles schon gehabt. ORF Watch ist da auch sehr beliebt. Und da fühlt sich niemand gut, ja, weil die können dann anhand dieses Namens sehr schnell auch die Telefonnummer herausfinden, die Adresse herausfinden. Und allein schon deshalb bin ich auch im Netz generell gegen Klarnamenpflicht, weil Punkt 1, wer wirklich was Übles im Schilde führt und das unter seinem Namen nicht tun möchte, hat jede Möglichkeit, einen Fake-Account anzulegen, immer. Und genau die, die sich aber wirklich einsetzen unter ihrem echten Namen, sind für Hater viel leichter zu identifizieren und müssen sie auch zusammenreißen. Und vor allem, wenn es auch um Themen geht, wo es persönlicher wird, wo persönlichere Geschichten erzählt, ich möchte nicht, dass wirklich jeder da draußen mich finden kann und kontaktieren kann. Also ich bin ganz strikt immer schon gewesen, wir hatten lange die Diskussion auch über Klarnamenpflicht. Die wirklichen Ungunstkiefer greift man damit mit und anderen kann man ganz groben Schaden hinzufügen. Gibt es aus europäischer Sicht etwas, was man zu dem noch? Ja, schwierig. Es gibt, wie gesagt, diesen Verhaltenskodex zum Thema Hate Speech. Es gibt zwar, muss man sagen, sehr wenig europäische Kompetenzen. Sie wissen, die Europäische Union ist nicht in neuen Bereichen zuständig, gerade im Bereich Strafrecht gibt es sehr wenig. Ja. Also es gibt eine Kompetenz für sehr schwere Verbrechen mit grenzüberschreitender Auswirkung oder wenn in anderen Bereichen die harmonisierte Regelungen mit strafrechtlichen Mitteln durchzusetzen sind. Und das führt einfach dazu, dass ganz wenig europäische strafrechtliche Dinge gibt. Es gibt schon zum Beispiel einen Rahmenbeschluss zum Thema Bekämpfung von rassistischer Hetze. Der Mitgliedstaaten wiederum vorschreibt, wie das Strafrecht im Bereich zu gestalten ist. Und das ist wirklich etwas, wo die Europäische Union strafrechtliche Verfolgung jetzt wenig Handlungsspielraum hat. Das ist eine Anekdote, die sich erzählt, bei weitem nicht so schwierigend, aber das Europäische Parlament ist ja auf praktisch allen Social Media Plattformen vertreten und von den Kollegen in Brüssel, die diese Plattformen betreiben, höre ich, dass sie auch gelegentlich wechseln. Auf manchen Plattformen ist der Hass einfach mehr, auf Facebook zum Beispiel und auf anderen wenig existent. Also wir diskutieren auch Politik auf LinkedIn zum Beispiel und dort gibt es keinen Hass. Heißt, aber das ist auch kein Hass. Nein, aber sind vermutlich auch Menschen, die den Job suchen also, und sich dann nicht als Hater exponieren. Wir haben ja unsere eigene Geschichte zu dem Thema hinter uns und auch wirklich sehen können, wie langsam auch Mühlen ja, in der Exekutive malen. Wir haben ja vor Jahren auf Facebook dieses unsägliche Anonymous-Kollektiv gehabt. Das war eine Facebook-Gruppe mit zum Schluss knapp 2 Millionen Mitgliedern, nicht Gruppe, Entschuldigung, Seite, mit knapp 2 Millionen Followern. Die haben wirklich übelste rechtsextreme Zeug rausgeballert. Die haben wirklich gelogen, was das Zeug hält. Dann haben sie angefangen, Waffen zu verkaufen bzw. Waffen zu bewerben, die dann aus Ungarn ausversendet wurden. So, und wir haben diese Geschichte wirklich, wir waren in dicht auf den Fersen, wir waren in immer ganz knapp auf den Fersen, so weit, dass der Betreiber von Deutschland nach Ungarn geflohen ist. So, und er hat sich dann natürlich aus Ungarn heraus gerecht, logisch. Er hat uns dann wiederum ins Impressum des Waffenhandels gesetzt. Das heißt, wir hatten Besuch von der Staatspolizei, wir haben Abmahnungen von überall gekriegt, wegen Werberecht und was nicht alles. Wir hatten eine Hausdurchsuchung bei uns, beim Tom zu Hause stand die Polizei vor der Tür und was nicht alles. So, denen das immer wieder klar zu machen, was da läuft. Das ist unheimlich
unheimlich schwierig. Das Beste war, die Anzeige zu stellen wegen dem Impressum. Wir sind dann hoch, Fiakerplatz, kleine Polizeistube, weil wir da hin sollten, Anzeige stellen, erzählt, was Sache ist. Der Polizist guckt hoch, guckt bei Tom auf den Ausweis und sagt, Moment, Sie wohnen aber Rennweg. Da müssen Sie zur Juchgasse, zur Polizei. Man hat diese Erleichterung förmlich gesehen. So, dann das Gleiche zur Juchgasse. Die Anzeige nochmal gestellt. Dann haben Sie einen jüngeren Kollegen geholt, der Facebook auf seinem Handy hatte und ein bisschen kapiert hat, was da im Raum ging. Das Ganze war, wir reden von Ende 2015, Anfang 2016 jetzt gerade. So, dieser Mann aus Ungarn hat seine Waffen verkauft und so weiter. Irgendwann waren wir ihm wieder so nah dran, dass er dann unsere Köpfe einfach auf die Webseite gesetzt hat, mit Privatadresse, mit Telefonnummer und einfach, der Artikel ist heute noch da, also ich bin da immer noch ganz toll, mich hat er so ein bisschen verzerrt, so ein bisschen dicker gemacht, so ein bisschen schmaler gemacht, dass ich wirklich auch so ein bisschen böse wirke, der Artikel ist immer noch da, wir haben richtig Probleme gehabt, wir mussten Telefonnummern ändern, wir haben dann, waren dann noch eine Zeit lang unter Polizeischutz, falls was passiert, also ganz nah mit dem BVT zusammengearbeitet zu der Zeit. Ja, den Herrn Rönsch, mittlerweile weiß man ja, was ist, der wurde vor einem halben Jahr gepackt. Er ist jetzt, hat jetzt ein Teilgeständnis vor Gericht in Deutschland abgelegt, also zumindest gesagt, dass er die Seite betrieben hat. Jetzt muss man mal gucken, was da passiert. Aber diese ganze Geschichte, was ich jetzt kurz in 5 Minuten erzählt habe, geht über 3 Jahre mittlerweile schon und zeigt, wie langsam es ist oder wie lange es dauert, solche wirklich zu packen und am Ende auch dazu zu kriegen, dass wirklich, ja, dass sie die Strafe auch kriegen. Das sind eure beiden Erfahrungen, ja, du hast. Ähnlich, ne? Ja, ich würde sagen, unsere Dreiererfahrung. Okay. Das Klassische ist ja, bei Frauen wird immer in Hate Speech gedroht mit Vergewaltigung, am besten oder im übelsten Fall noch Migranten, die sie vergewaltigen sollen. So bei uns Männern heißt es dann immer, ja, deine Familie kriegen wir. Also meine Familie sollte nach Polen gebracht werden und aufgeschlitzt über den Zaun dort gehängt werden. Die wissen nicht mal, wo meine Familie wohnt, aber damit wurden mir gedroht. Na, das ist so typisch. Man versucht immer, die Schwachstelle zu finden. Das Gleiche hatten wir in dem Fall Anas Modamani auch gehabt. Sprich, der wurde fälschlicherweise als Attentäter von Brüssel dargestellt. Das war der Mann, der mit Merkel das Selfie gemacht hat. Wir haben damals mit einem Anwalt aus Deutschland zusammengearbeitet, der dann auch gegen Facebook geklagt hat, der Anwalt Jun aus Würzburg. So, und er hat dann eine ziemlich konkrete Drohung zu Hause gekriegt wegen seiner Familie. Und daraufhin hat er gesagt, aus, ich mache nicht mehr weiter. Hat er aufgehört. Er hat wirklich von jetzt auf sofort aufgehört. Ich kann ihn verstehen. Er hat 2 kleine Kinder und das war zu viel. Wenn dann auf einmal eine Pizzaschachtel unbestellt bei dir zu Hause ankommt mit einem lieben Gruß, dann hörst du auf. Haben die beiden Phänomene, die wir jetzt diskutiert haben, auch etwas miteinander zu tun? Also vorher quasi das Thema Propaganda, sage ich jetzt einmal, und Verbreitung von Falschinformationen und danach auch, sage ich jetzt einmal, Drohungen. Ist das, oder sind das 2 komplett getrennte Phänomene? Okay. Also ich sehe schon, dass vor allem eben im Rahmen dieser Fake News, die eben sehr emotionalisieren, also das sich aus unterschiedlichsten Dingen speist, also anstatt aus realen Schlagzeilen, ein Sammelsurium aus, okay, wirklich aus den Nachrichten bezogenen Fällen, das Ganze dann übergarniert mit falschen Statistiken, in Panik machen, in Angst machen. Und dort, wenn man sich da dagegen stellt, ist der Großteil, also der Großteil der Hassmeldungen und Mails und sonstiges, die ich bekomme oder die aber uns veröffentlicht wird, bezieht sich auf das, wenn man sich da dagegen stellt. Ich glaube aber, das glaube ich schon, also das ist dann im direkten Zusammenhang mit dem Job. Der Frauenhass, den hat es immer schon gegeben und der ist am Stammtisch nicht wirklich anders. Also da, wo ich herkomme, da kann einem sowas tatsächlich auch ins Gesicht gesagt werden. Da ist halt das Internet ein neues Medium, aber das ist jetzt nicht ein neues Phänomen oder so, sondern das. Also ich würde sagen, nach dem, was ihr gesagt habt, das sind 2 verschiedene Forschungen. Ein bisschen. Das eine Thema ist sozusagen der latente Frauenhass, das andere ist latent. Sozusagen. Naja, würde ich so sagen, aber wenn du sagst, im Wirtshaus wird mir das auch gesagt werden, dann ist es. Das ist ziemlich offen und latent, oder? Okay, auf der zweiten Seite ist es halt, ich glaube, das hat bei euch beiden zugetroffen, einfach Bedrohungen, wenn man versucht, bestimmte Dinge halt aufzuzeigen, aufzudecken. Ne? Also wenn man sagt, ich möchte euch jetzt eigentlich zum Schweigen bringen. Ne?
so nach dem. Das ist schon bei der Frauengeschichte auch das Motiv. Also die wollen natürlich auch, dass sie endlich stillbildet. Das ist das Ziel. Ja. Und das macht sie natürlich rasend wütend, dass das nicht funktioniert. Mhm. Aber natürlich ist das Ziel dahinter. Es geht um Macht bei diesen Frauen. Mhm. Und darum, jemanden anderen zu erniedrigen und so. Das klassische Familienbild, wo die jung gebildete Frau nicht reinpasst, sondern besser kommt davon zu. Ja, da ist ein wahnsinnig viel gerade im Zuge von MeToo daherkommen. Also das war teilweise auch bei uns wirklich beängstigend. Mhm. Dazu also Frauen, die dazu sich äußern. Wie über die hergezogen wurde und was da einfach Wappenhalten ist immer gescheit. In den USA zum Beispiel ist ja, also einschlägig ist ja diese Seite Infowars von Alex Jones, und da gibt es sehr wohl diese Verbindung. Also die haben ja zum Beispiel Schüler, ich weiß nicht, das Charlotte Wilber oder so, also die protestiert haben gegen die Waffengesetze, wirklich individuell fertig gemacht und Eltern und dann nochmal zusätzlich beleidigt. Und ich würde schon sagen, meine Eltern finden das super, da sich so gegen zu wehren, aber das ist natürlich eine politische Geschichte auch. Das ist nicht nur Frauenhass, das ist eine ganz gezielte politische Aktion. Und ja, in meinem Fall. Aber ja. Es gibt ja, also wie ich vorher gesagt habe, ich bin in einer Sondersituation genauso wie ORF-Moderatorinnen oder Journalistinnen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist ganz anders zu bewerten, wenn es eine Caritas-Mitarbeiterin betrifft, ja, die einmal bei gegen kommentiert und fertig gemacht wird. Mhm. Die hat nicht die Ressourcen. Mhm. Und da geht es dann nicht ums Politische, sondern da geht es einfach wirklich darum, fertig zu machen. Also, ja. Nur Frauen, das ist jetzt auch wirklich von mir. Aber ich muss da auch nochmal auf den Vizekanzler zurückkommen. Ich meine, auch solche Aktionen, einzelne Lehrerinnen fertig zu machen, gehören da rein. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so skandalös, aber es ist im Grunde genauso brutal. Oder eben ausländische Lehrlinge zu denunzieren. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen von der Regierungspartei bezogen sind. Das ist überhaupt auf Einzelpersonen so einspringen, das geht gar nicht. Also ich glaube, dass wir schon fast den ganzen Bogen, den wir vorhatten, durch haben. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal so eine kurze Abschlussrunde machen. Jeder nochmal was dazu sagt. Mit dem Hans-Gerd Traubner fange ich vielleicht auf der Seite an. Wenn du nichts. Gut, also frei raus. Okay. Ja, nein, es ist wie vieles Richtiges zu Wort gekommen heute Abend. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was erweitern sagen muss. Also ich lasse das einfach so stehen, wie es ist, weil ich im Grunde genommen dem Tenor uneingeschränkt zustimme. Super. Same. Gut. Ja, schwierig ist es halt dann, wenn man wirklich versucht, Lösungen zu finden. Und es ist halt immer dieses Spannungsfeld zwischen, wie weit sollte Überwachung gehen, um zu schützen, und wann wird es gefährlich. Und das ist für mich wirklich das heikle Thema überhaupt. Ja, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, kann man fast nichts meinen, aber eins ist die Globalisierung. Wir haben es mit weltweit agierenden, enormen Unternehmen zu tun, und die Frage ist, wie fügen die sich ein in den Staat, den wir so haben, den Nationalstaat, in der Europäischen Union. Wir haben keine Weltrepublik, die diesen Konzernen was vorschreiben könnte, in der Praxis nicht. Klar, theoretisch könnten die Vereinten Nationen oder was auch immer, aber ja, auf welchen Hebel setzen wir da an, auf welcher Ebene? Und könnte ich jetzt einen persönlichen Wunsch dazufügen? Also ich glaube, dass es nur machbar ist, wenn zumindest die Europäische Union zusammensteht. Ja, und die Europäische Union ist immerhin real und wahrscheinlich der größte Hebel, den wir haben. Weil ich meine, zumindest könnte man dann in Europa mit einer gemeinsamen Sprache sprechen, weil wenn, sage ich jetzt einmal, Österreich sagt, jetzt machen wir das so, dann ist das, also bei der Microsoft, glaube ich, war es 1% des Jahresumsatzes Österreich, wird bei den Konzernen nicht viel anders sein, und ich meine, dann ist man der Markt wurscht. Ne? Und, der europäische Markt ist nicht wurscht. Ne? Also ich glaube, das ist der einzige Hebel, den wir dort zumindest auf dieser Form hätten. Und ich glaube auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, auch andere dazu zu bringen, wenn man halt sagt, wir haben eine gescheite Idee in Europa, wir würden gerne ein paar Dinge machen, dann kann man zumindest mit dem woanders hingehen und sagen, wir hätten jetzt einmal ein Modell, reden wir drüber. Ne? Wenn Österreich kommt, ich glaube, das ist vollkommen irrelevant. Ja, so wie was mit Eisenbahnsignalvorschriften dann weltweit angewandt werden, europäische, ist das auch mit, anscheinend mit der Datenschutzverordnung so.
dass die durchaus mit großem Interesse auch teilweise kopiert wird und teilweise auch angewandt oder von Staaten zu. Das hat zumindest dazu geführt, dass wir damit beschäftigt haben, ob es jetzt super gut war in neuen Bereichen, wissen wir noch nicht. Zumindest die Beschäftigung mit dem Thema hat es gegeben und das weltweit. Ne? Da braucht es alles gesagt. Das vielleicht noch, was mich da interessieren wird, noch die Frage, ob diese Wissensfeindlichkeit oder Wissenschaftsfeindlichkeit, vielleicht mit der Wissenschaftsfeindlichkeit in Richtung auf den Klimawandel ziemlich direkt zusammenhängt. Und vielleicht sogar dadurch auch nicht motiviert ist. Das, zumindest finde ich, sind das sehr ähnliche Phänomene. Ja, denken Sie an den Klimawandel, die Impfung, solche Sachen. Also ich glaube, vielleicht dadurch, dass es halt einfach dadurch kommt, dass sich Politiker vorne hinstellen und sagen, das ist gelogen. Ja, aber auch soziologische Erkenntnisse zum Beispiel, das ist also das. Das ist ja, ich glaube, früher wäre es nicht passiert, ja, also wenn jemand namhafte Wissenschaftler gesagt hätten, das ist so, hätte es eine der Politiker hingestellt und gesagt, das ist falsch, das ist gelogen. Also, weiß ich nicht. Und hier kommt das schon. Physik gab es früher auch. Ja, das ist gut. Herzlichen Dank für die Diskussion. Ich würde es gerne ins Publikum jetzt öffnen. Gibt es Fragen? Fangen wir gleich wieder vorne an. Also Fragen. Es ging ja auch darum, wie können wir die digitale Welt sozusagen verbessern. Das war, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich habe im Urlaub ein Buch von Jérôme Lanier, oder wahrscheinlich heißt es Jérôme Lanier, weil er Amerikaner ist, gelesen. Der schlägt vor, die sogenannten sozialen Netzwerke zu boykottieren. Also das Buch heißt, glaube ich, 10 Gründe, warum sie sofort ihre sozialen Netzwerke löschen sollen. Ja. Oder ihre Accounts löschen sollen. Ich meine, das ist sicherlich etwas, was nicht realistisch durchsetzbar ist. Was aber schon sehr interessant ist, also er gibt 10 Kapitel und er führt da wirklich sehr fundiert aus, was die alle mit uns, also was das mit uns macht. Also ich finde das Buch recht lesenswert und das ist kein Verschwörungstheoretiker, sondern der war selber früher bei Google und ist jetzt, glaube ich, irgendwas ein Berater bei Microsoft. Also der kommt aus der Branche, ist also nicht Verschwörungstheoretiker. Also wie gesagt, das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann, dass jetzt alle Leute aus den sozialen Netzwerken aussteigen, speziell wenn ich mir die heutigen Jugendlichen anschaue, die damit eigentlich total verwachsen sind. Das wäre, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Strafe, die da zu, oder wenn man das abschaffen würde, also für viele von denen, die ich kenne. Aber ich glaube auch, dass einfach mehr gesetzliche Regulierung, das ist das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, was wirklich was verändern kann. Aber dafür, glaube ich, wäre es auch notwendig, dass man bei den Politikern überhaupt einmal einerseits das Bewusstsein und auch die sozusagen tiefergehende Kenntnis, also dass man dort überhaupt erst einmal ein Grundlagenwissen aufbaut. Eher Grundlageninteresse. Ja, sowohl das Interesse. Vorher noch Dinge gesehen, aber jetzt. Ja, Sie bitte. Ja, ich habe nicht ganz verstanden, was eigentlich gegen die Pflicht eines Impressums spricht. Das hat gar nichts. Es gibt ja auch eine Impressumspflicht derzeit. Ich versuche es nur wiederzugeben, bitte hilft es mir bei, wenn ich etwas Falsches sage. Die Thematik war nur, dass die Impressumspflicht sehr nett umgangen werden kann. Wenn der Server nicht in Europa steht, wo es das gibt, sondern ganz woanders, dann gibt es keine Impressumspflicht. Oder wenn auf der Seite angegeben wird, weil die das nicht irgendeine beliebige Firma, weiß man auch nicht so genau, wer da dahinter steckt. Das heißt, das ist nicht ganz klar, wer der Geldgeber dann ist. Das heißt, das Impressum hilft in vielen Bereichen dann an. Euch vielleicht, weil ihr jetzt damit mehr zu dem Anderen noch gesagt, zu dem Vorher, zu der Frage nur kurz. Man darf ja nicht vergessen, dass Social Media auch so eine Art Suchtmittel ist. Man kann ja schlichtweg gar nicht so einfach aussteigen, ohne Entzugserscheinungen zu haben. Viele Social Media Plattformen nutzen ja auch Belohnungssysteme, das gibt es auch. Dann kommt da irgend so eine kleine jugendlichen Plattform, wo man, je mehr man macht, desto mehr ist man Power-User oder sonst irgendwas. Das ist natürlich klar, oder ich weiß nicht genau, welcher Messenger es ist, wenn man da nicht täglich miteinander kommuniziert, dann kriegt man keine Punkte.
Punkte in dem Zeitraum. Das ist natürlich eine Strafe. Also kommuniziert man in der Zeit. Selbst Pokémon Go hat mittlerweile ein Belohnungssystem. Also die setzen ja wirklich darauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer da bleiben. Und das ist das Ziel des Ganzen. Also einfach in 10 Schritten aussteigen. Schöne Utopie, aber tatsächlich... Das Zweite, was man dazu sagen muss, es ist ja auch nicht alles schlecht. Ne? Also, habe ich da anfangs gesagt. Ich finde es ganz toll, dass ganz wir die Möglichkeit sagen, ja, haben, selber zu senden, ohne großen finanziellen Aufwand. Vor allem auch zum Beispiel habe ich sehr viele Leute wiedergefunden, die ich wahrscheinlich sonst nie wieder getroffen hätte, ne? Die man halt auf Facebook findet, wenn man schon jahrelang nicht mehr zurückgehabt hat. Also es gibt sicher viele, viele positive Aspekte. Die Fragestellung, die Sie am Schluss angesprochen haben, war ja: Wäre es nicht sinnvoll, in bestimmten Bereichen regulierend einzugreifen? Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Sinn macht, aber ich glaube, das funktioniert nur dann auf einer Ebene, auf einer höheren Ebene. Mit Kicker als Innenminister. Ich sage mit Kicker als Innenminister. Alle Staatsakteliert. Nein, aber man kann es, glaube ich, nur in Europa funktionieren. In Wirklichkeit, wenn auch in Österreich jetzt sagt, wir regulieren das, ist es wurscht. Ja, in Wirklichkeit. Also ich finde, es gibt ja auch noch andere soziale Plattformen, also Mastodon zum Beispiel. Vielleicht sollte man auch, also gerade die das kritisieren, ein bisschen schauen, dass sie diese dezentralen Plattformen oder das Projekt an den Developers Layers arbeiten, stärker fördern. Also dass man einfach Alternativen hat dazu. Sehr guter Anstoß. Ich habe vor Jahren mal gelacht darüber, als es hieß, wir sollten unser europäisches Facebook aufmachen. Ja. Da habe ich gelacht und ein paar Monate später habe ich mir dann zu Hause gesessen und mir gedacht, nein. Warum machen wir da eigentlich mit bei Facebook? Warum setzen wir nicht tatsächlich unseren eigenen Status quo, machen ein europäisches Social Media Netzwerk, wo wir dann alle teilnehmen, wo wir unsere Regeln dann haben, wo dann auch die Gelder an unsere Stellen wieder ausgeschüttet werden und so weiter. Die Idee ist gar nicht so dumm, wie ich damals drüber erst gedacht habe. Also eine chinesische Lösung sozusagen. Ja. In ein paar Unis, da gab es Diaspora, da gibt es immer noch. Und das ist nicht so schlecht. Wenn ein paar Unis da sozusagen ihre Server zur Verfügung gestellt hätten und gesagt hätten, wir machen solche Diaspora-Knoten oder Pots, könnte man relativ viel erreichen. Das geht in anderen Bereichen auch, jetzt zum Beispiel im Browser. Also da finde ich, da werden viele Möglichkeiten. Das ist nebenbei auch ein Thema, das immer wieder im Rahmen von Verhandlungen auch FÖZ und ORF und so immer wieder mal daherkommt und dann wieder verschwindet. Also das Medien zusammen eine Plattform als Alternative zu Facebook schaffen. Ja, aber das, entschuldige, wenn ich das sage, aber das ist auch, was der ORF da vorhat mit seinem ORF-Player, das ist total nein. Das ist die Vorstellung, dagegen, also man kann dagegen Facebook ankommen, man kann vielleicht versuchen, eine Plattform mit zu unterstützen. Aber indem man jetzt sagt, wir gehen wieder zu dem alten Modell zurück und wir strahlen alles aus und wir kriegen alle Werbeeinnahmen, das bleibt so weit hinter dem zurück. Also ich war schon öfter bei Facebook in London. Wenn man das mal sieht, wie die arbeiten und wie die hunderte von Leuten einstellen, weil wenn man reinkommt, ist rechts ein Raum, das ist das Programmierer-Bootcamp. Da kommen die rein und das ist riesig groß. Und die programmieren irgendwas und dann werden die überhaupt irgendwo zugeteilt. Die werden nicht für einen Einzeljob eingekauft. Und wenn sich daneben, also bei aller Liebe den ORF vorstellen, ja, ich sag mir, dass diese Idee schon seit vielen Jahren immer wieder daherkommt, ja, Facebook etwas entgegenzusetzen, eben auch im Verband der österreichischen, ja, Medien. Die Idee kommt immer wieder und verschwindet dann auch immer wieder. Aber ich das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Wir haben noch zwei Fragen, die sind noch dort. Wer zuerst? Du? Ja. Ich glaube nicht, dass es so illusorisch oder utopisch ist, dass man anderes soziales Netzwerk macht. Gute Idee. Andere hatten sie schon. V-Kontakte in Russland gibt es, das ist ein ziemlich großes, also ein sehr großes Netzwerk, würde ich sagen, und bietet Facebook sehr viel Konkurrenz. Es gibt Facebook-Clones in China. Und ob wir natürlich sowas haben möchten, was dort entstanden ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber dass man das klonen kann und das gleiche Look and Feel und so weiter hat, aber die Kontakte bei uns bleiben und die Kommunikation, ja, schön und gut, kann man sicher machen. Sehr interessiert werden die Leute wahrscheinlich nicht sein, weil man ja gerne auch auf so einem sozialen Netzwerk auch internationale Kontakte pflegen möchte, in einem österreichischen Klon überhaupt nicht mehr möglich sind. Da muss ich erst in zwei Netzwerken sein, was auch wieder Fahrt ist. Also ganz simpel ist nicht und die Idee, ein neues zu machen, hat ein anderer schon.
Sie haben nicht durchgesetzt. Bitte? Die haben sich nicht durchgesetzt. Sauchentakte laufen Sie. Das Wichtigste dabei ist Usability, das heißt, dass der Benutzer einfach sagt, ja, das ist so klasse, dass es haben möchte. Und das ist halt schwierig, sage ich jetzt einmal deswegen, weil halt das, was der Heinz gesagt hat, dass dort sehr viel Geld halt in die Plattformentwicklung hineingeht. Und wenn man je kleiner das Netzwerk ist, desto weniger Geld haben sie. Ja, oder ist billiger als neuer Bild. Ja, trotzdem. Also, es rennt dort noch immer sehr viel. Die haben es aber gekocht, die bringen es zusammen. Sicher. Ich glaube, da war das größte Problem an so neuen sozialen Medien ist, glaube ich, eher die User sind faul. Sie nutzen ja alles, was sie schon kennen, wo ihre Freunde sind, wo sie schon in einem Netzwerk aufgebaut haben, wo sie ihre Inhalte haben, wo sie wissen, wie es funktioniert. Ich meine, wenn man etwas Neues aufbaut, hat regional jetzt gesagt, China, Europa, also China, Russland, Korea mit WeChat und so Sachen. Das funktioniert dort, weil es dann so ein bisschen abgeschlossene soziale Ökosysteme. Gerade in Russland ist Facebook, glaube ich, auch verboten. Das heißt, dort muss es eine Alternative geben für diese Leute. Und die Leute zu bewegen und wegzugeben, gerade in Europa, das sehr westlich gerichtet ist eigentlich komplett, stellen wir unglaublich schwer vor, weil die Leute sich nicht wegbewegen wollen, weil sie was Gewohntes haben, das funktioniert für sie. Hier wären dann wieder vernetzte Influencer dann von Vorteil, die dann bewusst sagen, dann sind wir wieder bei der Vernetzung, die bewusst sagen, okay, wir haben diese neue Plattform und plakativ sagen, wir spielen jetzt unsere Hauptinhalte wirklich erstmal auf dieser neuen Plattform. Wenn du mir weiter folgen willst, musst du kommen. Ne? Ich glaub eher, dass die Idee der Europäischen Union in anderen Bereichen ganz gut ist, nämlich dass man sagt, okay, ich mache ein Netzwerk von Netzwerken, also ich zwinge sozusagen die Plattform, sich zu öffnen nach außen und ich kann von außen dran andocken. Also solche Dinge würden wahrscheinlich besser funktionieren, weil dann hätte ich auch das Problem, das du gehabt hast, gelöst und ich wäre auch nicht einsam auf einer Insel oder ein soziales Netzwerk, das von null weg startet und niemanden hat und nicht die besten Features dieser Welt hat, wird sehr schwer haben gegen etablierte Dinge. Aber wenn ich dann sozusagen auf eine neue Plattform kommen würde und die EU hat das in manchen anderen Bereichen jetzt versucht, die Plattform zu öffnen und von außen angreifbar zu machen. Und wenn man das macht, das könnte vielleicht besser funktionieren, weil dann gibt es unterschiedliche Anbieter plötzlich und ich bin nicht alleine auf einer Insel. Ja, also das ist sozusagen der kartellrechtliche Ansatz. Weil ja, man sagt, okay, es muss mehr geben und ich kann mich mit Freunden auf Facebook befreunden und mit denen auch nach wie vor reden, aber ich muss nicht unbedingt auf Facebook drauf sein. Naja, der Plan der Kommission bei der war eine Zeit lang, dass man sozusagen seinen Social Media Anbieter wechseln kann, wie man seinen Gasanbieter wechselt, ne? Oder seine Bank. Ne? Solche Ansätze finde ich. Dass man dann zu Google Plus geht und sagt, übertragen Sie meine Facebook-Informationen darüber. Also nicht einmal Google hat es geschafft, das zu machen, ne? Muss man auch dazu sagen. Insofern ein gutes Beispiel. Hinten war noch eine Meldung. Also ich muss nur eins sagen, ich bin schon pessimistisch reingestartet irgendwie in das heute hier, weil ich auch nicht so recht glaube, dass sich da tatsächlich was ändert. Ich gehe noch pessimistischer raus, nachdem ich gehört habe, was ihr da vorne gesagt habt. Wenn ich die Trägheit der Exekutive höre, wenn ich höre, es muss eine europäische Lösung geben, das sind alles Dinge, die lähmen mich, weil ich das nicht nah dran sehe und ich sehe mich echt beklemmt und bedrückt von dem Hass und von der Emotionalität, die da so rüberkommt. Ich merke richtig auch Atmosphäre. Ich merke ja atmosphärisch, dass das mich drückt. Ich weiß nicht, ob das auch vorne spürbar war, keine Ahnung. Und als Gegenströmung zu dem, was da an Hass und an negative Emotionalität geht, das, was sie ja oft verbindet, und ich nenne sie jetzt Despektivisierung, ich bin klar, das ist polemisch, sie verbindet, ist halt, sie hat immer etwas, wogegen sie sein können. Immer etwas, ein Menschen, eine Gruppe, was auch immer. Und was mir fehlt, ist das, wofür man stehen kann, als Gruppe, als Gemeinschaft. Ich verstehe Solidarität als Grundmessage, ich verstehe Zusammenhalt oder Demokratie als Verbindungselement. Aber ganz ehrlich, das geht nicht so ins Herz wie ich hasse dich oder ich möchte dich umbringen. Und wenn ich dann parallel anschaue, dass die positiven Emotionen im öffentlichen Diskurs, in sozialen Medien, größtenteils den Unternehmen überlassen werden, den Agenturen, die dann süße Clips von kleinen Igeln machen, wie es jetzt die erste Sparkasse macht, ja, wo eigentlich so eine schöne Message hintersteht, aber dann sagt man, oh, ist das lieb und oh, ist das schön, aber in Wirklichkeit ist es doch das, wofür ich eigentlich auch stehen möchte und was ich entgegensetzen möchte an Emotionen, wo Hass gepredigt wird oder wo Hass als Weiß eine Rolle kommt. Und jetzt ist meine konkrete Frage, ich will nicht nur hier posaunen, ich will auch eine Frage stellen, nämlich ans Panel.
und die ist tatsächlich sehr polemisch, ist es auch recht, oder wenn es eh keinen gesetzlichen Rahmen dafür gibt, darf man nicht auch lügen für die gute Sache, für die Liebe? Nein. Okay. Nein, das geht nicht. Danke für das tolle Statement. Ich finde zum Beispiel, der Teamrunner, sie macht ja gerade so ein Projekt, wo ich meine Daten irgendwo habe und sie dann transportieren kann. Deshalb, der Teamrunner, sie hat ja schon mal was erfunden, was ziemlich erfolgreich war. Ich sage, der Teamrunner, sie, der arbeitet im Moment genau aufgrund dieser ganzen Argumentation und dieser deprimierenden Aussicht an einem Projekt, wo ich meine Daten an einer Stelle habe, an einem Pod nennt er das, sie sind dann verschlüsselt und ich kann selbst entscheiden, für welche App stelle ich sie zur Verfügung. Und die sind dann verlinkt, also sind davon kompliziert. Bitte? Davon habe ich schon gehört. Ja, weil es ist jetzt ja nicht irgendjemand und da steckt schon auch viel Unterstützung hinter. Und ich meine, das wäre natürlich sehr super, wenn das auf europäischer Ebene unterstützt wird. Das wäre auch keine nationale oder jetzt europäisch-nationale Alternative, sondern wirklich eine internationale Sache, aber frei. Ich meine, das Web ist ja auch am CERN erfunden worden und nicht von einem amerikanischen Konzern. Das muss man vielleicht auch... Ja, das wäre ein Element dieser Datenschutzgrundverordnung. Wird man sehen, wie sich das dann in der Praxis auswirkt und durchsetzbar wäre, so eine Frage der sozusagen der Datenschutzbehörden, die das durchsetzen müssten in Zukunft, aber das wäre ja, das ist wär drin, wär dringend sein. Das heißt einfach, dass der User oder die Userin verlangen kann, gibt mir meine Daten. Der Alphazinten hat aufgezeigt vorher schon. Ich wollte zwei Anmerkungen machen, die jetzt nicht so oft in Richtung das gehen, sondern das eine von Ihnen angesprochen, Content-Upload-Filter. Ich glaube, darüber sollte man nochmal gesondert nachdenken, weil ich es als Zensurmöglichkeit sehe, nicht in einer demokratischen Umfeld, aber in einer möglicherweise Situation wie in der Türkei, mich hier das Copyright vorschieben kann, um ungeliebte Kommentare, Live-Aufnahme von einem Kameramann oder so rauszunehmen. Da sehe ich ein Risiko, ein demokratiepolitisches Risiko. Das Zweite, wir haben ja die Segnung der DSGVO jetzt das gerade hinter uns gebracht oder gerade im KMU-Bereich durchgelitten. Das weiß ich jetzt nicht bei der Frau Maurer, ob das ein Thema war beim Gerichtsverfahren, aber jeder Kaufmann, der seinen Rechner ungeschützt herumlungen lässt, wundert mich, wie es da mit dieser Gesetzesvariante zusammenhängt. Ich kann es nicht nachvollziehen, vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, der dann helfen könnte. Ja, wir diskutieren wir das im Zusammenhang mit dem Urheberrecht. Ja. Und die Upload-Filter werden ja von des, also so muss man sagen, im Europäischen Parlament stehen sich gegenüber die Verteidiger der Freiheit des Internet und die Verteidiger der Rechte der Autoren und Autorinnen und Verlage. Ja. Und wenn man sagt, das haben sich vorläufig da die Autoren und Verlage durchgesetzt, die sagen, die Leistung soll auch bezahlt werden, ist eben die Rede immer wieder von Upload-Filtern, die sind nicht ausdrücklich verlangt und der Gedanke des Berichterstatters, der sich da in dem Punkt durchgesetzt hat, ist, dass Plattformen für die Inhalte, die sie bereitstellen, verantwortlich sein sollen. Mit dem Gedanken, dass sie zum Beispiel mit der AKM und wie auch alle diese Rechte Bereitsteller und Verwerterorganisationen heißen, sich arrangieren. Ja. Also die Upload-Filter werden von niemandem explizit verlangt. Aber natürlich, die Thematik ist da und die Zensurproblematik ist da. Das ist der Tanz und das goldene Teil. Ja. Keiner sagt, sie ist der Upload-Filter, der einzige, was herstellen kann, ist Google, weil die haben genug Geld investiert, das zu entwickeln. Das heißt, man zahlt wiederum Google dafür, dass die ausgenommen sind von diversen Regelungen, weil sie groß genug sind und auch genug Lobbying in der USA und möglicherweise auch in Europa machen können. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich das Risiko sehe, zu sagen, ich gebe das einer Hand und wie gesagt, wenn es ein Erdogan zu Erdogan angeht, na, wird das für sich nutzen. Das ist eine Milchmädchenfrage. Wenn ich nach Ungarn schaue, muss ich mir Sorgen machen. Schauen wir mal, was uns in Österreich blüht. Ja? Ja, natürlich, die Debatte geht weiter, das ist auch nichts endgültig beschlossen. Ja. Und, ich kann nur wiederholen, gehen Sie zur Europawahl, stimmen Sie für die? Natürlich, ja.
Der Berichterstatter, der dieses Gesetz durchgebracht hat, hat beim direkten Interview danach nicht gewusst, was alles genau da drinnen steht. Und alle österreichischen Abgeordneten haben davor angekündigt, von allen Parteien, dass sie dagegen stimmen werden, haben aber dann doch dafür gestimmt. Nicht alle, aber die, die dafür gestimmt haben, haben vorher alle angekündigt, dass dagegen stimmen. Also das war auch für die Priorität. Die Damen und Herren. Ich habe eine Anmerkung oder Frage, was ich gedacht habe, während Sie mir klar, hat ja dann der Theo Schaufel, der hat diese Nachricht nicht verfasst. Und die haben dann gedacht, aber Facebook zeigt ja alles, welches Gerät wir nutzen, wo wir sind, IP-Adressen, die Fragen, das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es möglich ist, das in Österreich zu tracken. Aber ist in dieser Recherche irgendwie aufgekommen, ob es in Amerika so gibt, so eine Anlaufstelle, weil für Klagefälle wahrscheinlich. Also wenn ich beide Fragen kurz beantworten kann, ich bin verklagt worden. Ich habe nicht geklagt. Ich wurde verklagt. Das heißt, ich muss den Beweis erbringen, dass er es war. Das wäre nur beweisbar, indem also die IP-Adresse und das Profil ist alles ganz klar. Das ist von dort geschickt worden. Wir bräuchten Videoüberwachung, die genau zeigt, wer gerade die Nachricht eintippt, um das feststellen zu können. Also es war unbestritten, dass es das Gerät ist. Das ist alles. Es war nur quasi fraglich oder der hat das in Frage gestellt, hat das nicht jemand anderer bedient. Ne? Ja. Und zur anderen Geschichte, auch das ist schon 100 Mal gekommen, ich wurde geklagt. Das heißt, es ist ein ganz anderes Verfahren. Es ist auch in den Facebook-Bestimmungen drinnen, dass man sein Passwort nicht weitergeben darf, dass man seinen Account nicht offen rumstehen lassen darf, etc. Das wäre ein anderes zivilrechtliches Verfahren. Aber es geht hier um eine Klage gegen mich und da sind diese Dinge alle vollkommen wurscht. Das klingt wie abstrakt. Gut, eine kurze Anmerkung zu dem Beitrag von dem Herrn von Roland vorher. Also ich glaube schon, dass das Zeitpunkt nur auf Technik und Technik bekämpfen sollte. Wann wir sind. Aber er wurde eine andere Frage gestellt, und zwar den Minikammer. Die Frage ist, ich finde es super, was ihr macht, und ich finde es sogar wichtig auch. Und die Frage ist, ob sie mit euren Ergebnissen auf diese Basis erreicht, wo ihr eigentlich hineinkommen solltet. Ja. Und ob sie auch in der linken oder in der Farbe hier drin und bleibt. Ja. Es gibt bestimmt 20 Kritikansätze an der Arbeit, die wir machen. Die nein, ich finde es nicht. Was ich weiß, was wir für Fehler machen. A, kommen wir in die Blase nicht rein, wo wir hinwollen. Ganz klar, weil da werden wir als Linksfaschisten hingestellt, als Lügner hingestellt, sonst was. Die glauben es eh nicht. Das ist der eine Punkt. B, es heißt, man soll den Fake nicht wiederholen. Wenn ich den Fake nicht wiederhole, habe ich das Problem, dass man uns nicht findet. Das heißt, ich muss das Wording in der Überschrift irgendwo muss ich verwenden. Fehler eigentlich, aber so wird es gelesen. Dann wiederum, dass das Debuggen an sich gar nicht so viel bringt. Das stimmt, das bringt nicht so viel. Aber, was man denn nicht vergessen darf, nämlich Karma ist ja so viel mehr als nur ein paar Artikel, die wir veröffentlichen. Und das ist der Punkt, wo ich weiß, das macht dann wieder Spaß, da kann man dann was bewegen. Also es ist nicht nur, dass wir am Tag unsere 12, 15 Artikel von ein paar Autoren veröffentlichen, sondern wirklich auch Netzwerken, wirklich auch unter der Oberfläche mit anderen zusammenarbeiten, bestimmte Projekte voranbringen. Und das ist wirklich das, was sinnvoll ist an der ganzen Geschichte. Aber nicht unterstützen würde, wir brauchen, um in diese Basis reinzukommen, oder wie kann man euch helfen, bei reinzukommen? Ein großes Problem, die Reichweiten bei Facebook, die so stark eingeschränkt wurden, dass die wirklich nur noch ganz wenige erreichen. Tatsächlich hilft Teilen, hilft Interagieren ganz viel. Also Facebook denkt, wenn etwas stark interagiert ist, dass das wichtig ist und da gibt es eine Reichweite. Also das ist tatsächlich der Punkt, was hilft. Aber wie schaut es aus mit Werbung? Ich meine, angenommen, steckt euer Budget wahrscheinlich ja. Nicht in der Werbung, aber die Reichweite kannst du ja kaufen. Ganz genau, weil das Geld haben wir nicht. Ganz einfach. Aber da könnte man ja eine Kampagne starten, um das Geld dann aufzustellen. Ja, das ist so. Wer zahlt denn dafür? Das ist auch dumm. Also ich würde es machen, hallo? Wir haben schon ein kleines Werbebudget und zahlen auch an die Firma Facebook, aber ist es wirklich produktiv, der Firma Facebook Geld dafür zu geben? Das ist die Idee, da wie eine Kamera. Und das dann an Facebook weiterzugeben. Das ist der nächste Punkt. Facebook kriegt es und Facebook, je mehr Facebook gibt, desto mehr denken sich, ich schränke die Reichweite noch mehr ein, dann kriege ich ja noch mehr Geld. Also da.
Nein, das ist schon klar. Das ist völlig klar, dass Non-Profits natürlich ein Problem haben damit. Ja. Aber andererseits, vielleicht du erreichst damit, ich meine, es sind jetzt irgendwie zwei Drittel der Österreicher auf Facebook, ja, und du erreichst sie halt einfach vorher. Ja. Und die Budgets sind ja nicht so hoch, wie man braucht. Und, ja, die, und gehen schon, die sind schon recht hoch. Ja, das stimmt ja nicht. Doch. Also für uns zu hoch. Also ich kann nicht jeden Artikel mit 300 Euro bewerben. Dann sind wir übermorgen pleite. Aber du kannst, für, ja, das war es ja. Das muss man sich überlegen, wie man es macht. Ja, da muss man nicht sicher jeden mit 300. Ja. Aber ich denke mal, also immer diesen komischen Zwiespalt von, naja, wir haben, wie man das sagt, ja vertreten auf Facebook. Ja, das schon. Und irgendwie muss ich an die Leute rankommen, wenn es was kostet. Ja, wir versuchen jetzt derzeit noch eine andere Taktik zu machen, wirklich diesen klassischen Mix-Content zu bringen. Also, dass man nicht immer nur Artikel-Links, also dieses typische Gerüst hat, ein kleiner Text, dann Artikel-Link mit Teaser-Bild, sondern dass wir sagen, okay, wir bringen zwischendurch Videos, wir machen zwischendurch Livestreams, wir machen dann wiederum Umfragen zwischendurch, dass Facebook sieht, aha, da ist immer wieder was anderes und das dann dementsprechend als wichtig ansieht. Das Problem ist, der Algorithmus oder das ganze System ist nicht transparent für uns. Das ist alles blindes Geteste und außerdem. Das ist auch für Facebook transparent. Das glaube ich sogar gerne. Das sind selbstlernende Algorithmen, die kann man, die sind einfach nicht. Die experimentieren permanent automatisch schon. Also um diese Debatte vielleicht, ich glaube nicht, dass das zielführend ist, weil auch wenn Mikama dort in diese Bubbles reingeht, also probierst du das doch selber, jetzt ist Weihnachten, jetzt fahren wir zu nach Hause zu irgendwelchen Eltern und Familien und diskutieren dort und bringen denen die Beweise, was ihre Fake News die ganz, also das ist, ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe und auch fehlinvestiertes Geld, aber ich möchte es nochmal, weil es jetzt nochmal kommt, ist, das kann absolut niemals der Ansatz sein. Linker Populismus und sogar linke Lügen oder Fake News mit Fake News bekämpfen. Wir haben diese Aushöhlung der demokratischen Institutionen, weil das passiert und weil es kein Vertrauen gibt in Politik und in die Institutionen und in die Demokratie. Und dann soll man es ausgerechnet mit Lügen und mit linken Populismus dorthin bringen, dass das Vertrauen wieder wächst. Das ist absolut illusorisch. Das, was man damit macht, ist, das letzte verbliebene Vertrauen auch bei den restlichen Leuten zu zerstören. Und das ist absolut, jeder Populismus führt letztlich nach rechts. Das kann man sehr gut beobachten, keine Ahnung, Labour in UK. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür. Ich möchte ganz vehement dagegen halten. So. Weil wir gerade von Werbung gesprochen haben, wenn man sich zum Beispiel auf YouTube anschaut, wie Werbung schalten und Menschen wirklich professionell YouTube machen und damit Werbeeinnahmen und Geld verdienen. Zum Beispiel durch die neuen Richtlinien von YouTube über die Werbung. Ist es jetzt zum Beispiel, wenn ein Thema zu kontrovers, zu politisch, zu umfragt momentan ist, quasi zu zwiegespalten ist, dürfen die Menschen, die das Video quasi produzieren, die Produzenten vom Video, keine Werbung mehr schalten. Und ich empfinde es momentan als eine Art von moderner Zensur. Wenn YouTube sagt, ich unterstütze diese, zum Beispiel den einen YouTuber nicht mehr mit den Werbeeinnahmen, weil er zu kontrovers ist. Und dann frage ich mich manchmal so, ob das nur so auf YouTube ist oder ob das auf Facebook passiert, auf Instagram, dass quasi wir zensiert werden, obwohl wir es gar nicht wissen, durch irgendwelche Richtlinien von Facebook, YouTube. Und ich würde jetzt behaupten, weil ich glaube, ich bin die jüngste Person gerade im Raum, dass das einfach meine Generation am meisten, es betrifft mich am meisten, weil ich kann mich an keine Zeit ohne das Internet erinnern. Ich bin damit aufgewachsen. Und dann frage ich mich halt auch manchmal, das, was ich wirklich auf meinem Handy jeden Tag sehe, ist das die Realität oder sind wir das nur Vorgaben? Vielleicht als Replik auf das, ich habe es versucht, in der Diskussion auch anzusprechen, also aus meiner Sicht ist die Fragestellung, warum lässt man Inhalte zu oder nicht Inhalte zu auf einer Plattform, sollte eigentlich nicht die Plattform für sich entscheiden. Und das gleiche Thema ist die Thematik, die wir hatten, wenn ich sozusagen jetzt gegen, wir haben zum Beispiel als Verein, haben wir versucht, eine Veranstaltung bei uns zu bewerben, die Bewerbung ist nicht zugelassen worden. Argument war, verstößt gegen die
Richtlinien. Also ich habe versucht, mit denen zu reden, habe gesagt, was sind eure Richtlinien? Am Schluss habe ich dann zurückgeschrieben, Census Report, no intelligent life there. Weil ich habe 4 oder 5 Mal exakt dasselbe zurückbekommen, ohne einer Umformulierung, ohne irgendeine Antwort, die befriedigend gewesen wäre. Also ich glaube, es hat der Bot geantwortet, so logischer war das. Also ich habe dann aufgehört. Ja. Und ich denke mal, auch bei anderen Sachen, wir haben schon öfter erzählt, dass halt bestimmte Dinge halt quasi dann offline genommen worden sind, weil sich wer beschwert hat darüber oder viele beschwert haben. Das sollte nicht eine Entscheidung sozusagen der Plattform sein, sondern da sollten Regeln dahinter stecken aus meiner Sicht. Das ist vielleicht die Antwort in die Richtung. Darf ich das verkomplizieren? Bitte. Man kann immer alles leicht verkomplizieren. In dem Fall ist es nicht so. Es ist kompliziert, weil einerseits verlangen wir von diesen Plattformen, dass sie zum Beispiel gegen Hassreden vorgehen und gegen gezielte Desinformation. Ne? Und natürlich müssten die dann schnellstens reagieren, wenn sie so eine Hasspropaganda irgendwo sehen. Wäre es kaum möglich, dass man da ein Gerichtsverfahren führt, zum Beispiel, wenn man rechtsstaatlich korrekt ist, das ja natürlich seine Zeit dauert. Es ist insgesamt ein Riesendilemma. Einerseits muss es die Möglichkeit geben, eine Beschwerdestelle geben. Ja. Und zum Zweiten muss es Regeln geben. Und da, glaube ich, das ist die Herausforderung. Weil momentan ist es so, also die Antwort, die man von Facebook kriegt, und das wird den anderen nicht anders sein, ist, weil es halt so ist. Ja, aber, ja. Aber das geht bei Facebook schon so. Nein, klar. Ja, das spielt alles mal genauso. Man hört immer wieder eine Klage, so wie auch heute am Abend, dass viele Mechanismen in sozialen Medien, YouTube, Facebook und so weiter, die Tendenz haben, die Blasenbildung zu fördern. Jetzt ist meine Frage, ist eigentlich schon jemand einmal auf die Idee gekommen, oder gibt es da Gedanken dazu, europaweit zum Beispiel die Mechanismen, die die Blasen am ehesten fördern, möglichst zu dämpfen mit irgendwelchen Regelungen? Und das ist einmal sehr allgemein zu sagen. Also Kommunikationsmanipulation. Also ich fürchte, das ist bekannt. Die Kommission versucht es mit diesen relativ freiwilligen. Es gibt einen Aktionsplan und einen Verhaltenskodex und stellt diesen Unternehmen schon irgendwie die Route ins Fenster, mit oder Regelungen vorzuschreiben, wenn die Ergebnisse nicht funktionieren. Und das ist im Prinzip ein ganz traditioneller Ansatz. Das was der Vergleich mit der Autoindustrie, der immer recht bekannt ist, ist diese, zum Beispiel diese Crash-Tests, nicht wahr? Da gibt es keine Norm, das ist eine Selbstverpflichtung und eine Kooperation, die durchaus freiwillig funktioniert von den Autoherstellern, und andere Dinge, die Abgasnormen, da gibt es eben jedes Jahr neue Regelungen, und diesen Ansatz verfolgt die Kommission. Und auch konkret ein Algorithmusverbot, davon habe ich konkret noch nichts gehört. Apparate zum Beispiel, die Radarabtastung verhindern oder Geschwindigkeitsmessung, die sind verboten. Punkt. Ja. Und warum verbietet man nicht zum Beispiel auch solche Mechanismen, die dazu führen, dass man immer weiter in dasselbe hineingerät, in dasselbe Fahrwerk? Das Aus meiner Sicht ist die einfache Antwort dazu, dass der Mensch dazu tendiert. Ja. Weil der Mensch sucht sich Informationen von Gleichgesinnten, und das, was der Mensch in Wirklichkeit sucht, ist Bestätigung für seinen eigenen Glauben. Und das führt zu der Blasenbildung. Es führt auch das Wirtshaus zur Blasenbildung, weil je nachdem, in welches Wirtshaus ich gehe, bin ich in einer bestimmten Blase. Und ich dachte, online passiert es nicht anders. Ja. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit wäre, ich wollte den Raum. Natürlich. Die Frage ist, wie tut man? Also es ist, wie gesagt, wieder der menschlichen Natur ein bisschen, ne? Und gegen die müssen wir arbeiten. Das heißt, weiß ich nicht, jemanden zwangskonfrontieren mit anderer Meinung, aber das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ja. So, da waren wir eins. Wir fallen sehr viele Themen zu den ganzen, das wird sich da bewegen. Ein Thema war, was Sie gesagt haben, diese Asymmetrie, ne? Das ist so, die Desinformation asymmetrisch ist im Netz. In eine gewisse Richtung. Ja? Da fällt mir dann, haben Sie gesagt, nein, da machen wir eigenes System. Was lässt uns glauben, wenn wir jetzt ein neues Relais-System aufbauen, dass man das Rennen gewinnt?
gegen das, was vorher schon das Rennen in der anderen Blase gewonnen hat. Ja? Also das, glaube ich, ist insofern unrealistisch. Ja? Weil das wird wieder der gleiche gewinnen aus einem ganz einfachen Grund. Ja? Man kann im Endeffekt Menschen so einteilen in die Book Smart und die Street Smart. Ja? Also die, die Straßenintelligenz haben und die, die halt die, die wissenschaftliche Intelligenz haben. Und die, die wissenschaftliche Intelligenz haben, sind die, die mehr zweifeln. Ne? Die lange nachdenken, bis sie nachdenken und bis drauf kommen, was richtig ist, haben die anderen schon alles gemacht. Ja? Und das ist das, wo wir heute das Dilemma haben. Ja? Was ich sagen wollte, aber dass sozusagen man darf den Einfluss von Facebook und Fake News und sowas da nicht überschätzen. Das sind andere Phänomene und Facebook ist vergleichsweise ein Oberflächenphänomen. Ich wollte auch gerade noch sagen zu dem Herrn, es gibt, ich habe das jetzt bei mehreren Untersuchungen gelesen, die Leute, die den Trump gewählt haben, sind die, die am wenigsten Facebook nutzen. Also je mehr Nutzung von Social Media, je weniger rechter Populismus. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Also man darf die Schuld da nicht dazu, das ist so einfach, dann sagt man, wenn ich das weg habe, dann ist das alles wieder wie früher, das ist aber nicht so. Also man kommt nicht durch ein anderes System, das sind wirklich, wie die Sigi Maurer das auch gesagt hat, das muss man auf der politischen Ebene machen, da kommt man nicht durch sozusagen eine andere Technologie gegen. Und auch zum Thema Bildung, ne? Also ich glaube, das ist auch nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht der richtige Weg, ne? Der Dunning-Kruger-Effekt, ja? der nichts weiß, ist so selbstsicher, weil er nicht weiß, dass er nichts weiß. Nicht? Das ist ja auch ein Problem. In dem Fall ist mehr Bildung wird uns gar nicht helfen und auch nicht, daher auch nicht die Unsicherheit oder die Skepsis. Der wenig Bildung hat, hat die Skepsis ja gar nicht. Ne? Skeptisch ist der viel hat an Bildung. Ganz schnell, also ich möchte nicht, dass der Eindruck bleibt, dass Fake News und Hass wäre ein Bildungsunterschichtsproblem. Also zu den Hauptpostern, da gehören zum Beispiel in Österreich Burschis, ja, die haben alle studiert. Gut, es haben vorher mehrere gleichzeitig aufgezeigt, die Giorgio Vasi, aber es waren andere auch noch. Wer war? Eine junge Frau zum Beispiel. Junge Dame. Ich wollte nur sagen, dass das meine Meinung kommt und dass man seine Meinung, egal ob sie in der Rechtsmitte oder Linksmitte ist, oder extrem mehr auch im Privaten diskutieren sollte. Einfach sich mit Leuten zusammensetzen, die vielleicht eine genau gegenteilige Meinung sind und auch voneinander lernen. Und vielleicht kann man dann auch den anderen überzeugen. Ich habe das sehr oft in meiner Familie, wenn mein Vater wieder irgendwas gelesen hat, was in die Fake News-Richtung geht, ja, dass ich ihm dann sachlich und konkret erklären kann, warum das jetzt falsche Information ist und ihn auch zum Nachdenken anregen kann, wie er das selber erklären kann. Dass man das so im Privaten auch viel fördern sollte, dass die Leute eben miteinander reden mehr. Weil ich finde eben auf Facebook, wie Sie auch angesprochen haben, viele Leute, die rechtspopulistisch im Medienmilieu angesiedelt sind, wir kommunizieren oft nicht durch digitale Wege oder halt aber nicht durch Facebook oder Social Media, sondern auch eben privat. Und diese Bubbles, diese privaten Bubbles, die da entstehen, sollte man auch durchbrechen, indem man eben auch sein Wissen weitergibt und versucht irgendwie da Argumente reinzubringen. Manchmal funktioniert es eh leider nicht, aber und wie ist es halt öfters aufgefallen, dass es bei mir schon funktioniert, Argumente reinzubringen, die dann vielleicht doch den einen oder anderen zum Nachdenken und deine eigene Meinung anregen. Danke schön. Wer war noch? Du warst vorher als quasi, aber dann machen wir wieder. Bei mir? Nein. Aber sie funktioniert nicht. Ja, ich wollte ein ganz anderes Thema, das mir aufzeigt. Ansprechen, das mir wieder zu kurz gekommen ist, nämlich die unabsichtlichen Fake News. Was nämlich auch sehr oft passiert ist, dass Leute etwas posten, das gar nicht absichtlich falsch ist, was sie da posten, sondern sich nur irren. Und dann gibt es ein Problem, nämlich das Problem der Widerrufskultur. Es gibt nämlich keinen Widerruf. Wenn man da drauf kommt, irgendwann einmal, dass man da gepostet hat, ist ein Nonsens, dann löscht man es. Aber alle, die es gelesen haben, haben sie immer noch im Kopf und glauben es noch immer. Erzählen es vielleicht am Stammtisch weiter, das ist auch noch, um da anzuknüpfen, das Thema, wo die eine Blase die andere überschwappt. Und dort sitzen vielleicht 20 Leute, die haben gar
kein Facebook, aber einer der Facebook-App erzählt das. Und das fällt mir sehr oft auf und das ist auch ein bisschen losgelöst von diesem politischen Thema. Also das passiert nämlich links wie rechts genauso. Man postet etwas oder share etwas, von dem man glaubt, das muss stimmen, das passt jetzt in mein Weltbild, in meine Meinung rein, das share ich jetzt. Und wenn man dann irgendwann mal entlarvt wird, dass das falsch ist, auch wenn es unabsichtlich falsch war, dann wird es einfach gelöscht. Ne? Dann wird das Original-Posting gelöscht, dann wird vielleicht das gescherte Posting gelöscht. Oder wenn man Pech hat, wird es auch nicht gelöscht, weil es wieder Twitter entlarvt, aber das Screenshot von Twitter auf Facebook ist noch immer online. Und das ist so etwas, was mir ein bisschen abgeht, den Mechanismus der Widerrufskultur. In einer Zeitung, wenn ich was Falsches schreibe, dann widerrufe ich das nachher. Und das gibt es irgendwie nicht und das wird dann einfach stillschweigend gelöscht, aber alle, die es gelesen haben, glauben es noch immer. Das ist ein Riesenphänomen von Fake News und Social Media. Da wüsste ich was Wichtiges dazu. 24 Stunden warten und dann bestätigen, dass das, was du geschrieben hast, ausgeschickt. Ja, das wäre ein guter Geschwindigkeit von Social Media. Es gibt es an Schuld, weil die Leute sich die Zeit sich nehmen, das alles zu prüfen. Wir sind am Ende der Zeit angelangt. Ich würde jetzt gerne einen Schluss machen. Es gibt. Ja, ich hätte zwei Sachen dazu noch kurz gesagt. Ja, das ist tatsächlich das, was am meisten passiert. Diese ganzen politischen Sachen sind gar nicht das. Dieser Gossip, dieser Tratsch und Klatsch ist das, was wirklich am meisten ist. Konkretes Beispiel, der weiße Lieferwagen, der durch die Ortschaften fährt und Kinder entführt, ist jedes Jahr, ist ständig unterwegs. 2014 hatten wir eine wahre Hysterie. Das war Wahnsinn. Das gibt es schlichtweg nicht. Das sind Beobachtungen, das sind manchmal Handwerker, die eine Hausnummer suchen und sonst was und dann wird schnell geschrieben, das und das ist passiert. Widerruf gibt es ganz, ganz selten und wenn, erfährt er nicht die Reichweite. Warum? Weil der nicht so dramatisch ist wie die Räuberpistole selbst. Also selbst wenn jemand schreibt, oh, ich habe mich vertan, dann kriegt das vielleicht 3 Likes und dann war es das. Aber wehe, man schreibt, heute wurde mein Kind angesprochen auf offener Straße von einem weißen Fahrer eines weißen Lieferwagens. Ruft, das wird geteilt. Also selbst wenn jemand widerruft, ist die Reichweite nicht da und B, natürlich hat kein Privater einen Zwang, etwas zu widerrufen. Warum sollte? Zumindest eine Benachrichtigung von Facebook, dass ein Beitrag gelöscht wurde, den man kommentiert hat. Das ist ja peinlich. Aber es ist nicht peinlich. Ich habe einen Kopf, der was sagen wollte. Gab es sonst noch jemanden, den ich übersehen hatte? Nein, gut. Also das Facebook-Mechanismen, die wir jetzt da angesprochen haben, ist eine Angelegenheit. Wir haben uns mit den Themen des heutigen Abends ziemlich umfangreich auch beschäftigt. Und mir kommt so vor, dass das überhaupt nur eine symptomatische Angelegenheit ist, die wir da betrachten. Und sich hier praktisch niemand damit beschäftigt hat, noch bis jetzt, was für Ursachen eigentlich dahinter stehen könnten. Und ob man wirklich Symptombehandlung betreiben könnte als Ultima Ratio oder vielleicht ein bisschen mehr. Nämlich dahinter nachforschen, tut sich was im Johanneum oder sonst wo. Ich habe keine Ahnung, dass irgendwo zu was führen könnte. Warum Leute Fake News verteilen und warum es Meinungsbeeinflussung gibt, außer Machtdurchsetzung oder was immer. Wenn man dort ansetzen kann, vielleicht hat man dort auch eine gewisse Chance. Vielleicht hat das Ganze auch ein bisschen was damit zu tun und beeinflusst gegenseitig auch, dass die Freude an der Demokratie und der Einsatz dafür und die Identifikation mit dem Ziel demokratischer Prinzipien fürchterlich abnimmt und daher der wilde Kampf ausbricht überall. Dann glaube ich, sind wir am Ende der Veranstaltung angelangt. Ich möchte einmal erstens einmal den Pendel ganz herzlich bedanken für die Zeit, für das Diskutieren. Ich glaube, wir haben also wirklich sehr, sehr viel von diesem Themenbereich heute erschlagen. Wir glauben, wir haben keine Lösungen gefunden. Wäre auch irgendwie schwierig gewesen, das als Anspruch zu haben. Sicher ist Mimikama, die sich da einsetzen, Dinge aufzudecken, ein Teil der möglichen Lösung, sage ich jetzt einmal. Aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Dinge, die es zu tun gibt. Verein Digital Society, ich habe den Philippe Nawal ja zitiert, ich würde mich da auch mit der Sigi Maurer sozusagen anschließen, dass sich diejenigen zusammentun müssten, die daran glauben, dass wir in einer freien Gesellschaft leben wollen und dass wir sozusagen auch durch die digitale Technologie vielleicht bestimmte Dinge weiter voranbringen. Wir haben auch über das Thema Bürgerbeteiligung schon philosophiert, weil das ja etwas sein könnte, wo man die Leute wieder näher an die Demokratie ranbringen kann. Habe ich irgendwie besonders schlimm gefunden, dass wir dann Politiker da sitzen gehabt haben, die gesagt haben, na, eigentlich wollen wir das alles ja nicht, weil es ist ja gefährlich.
ehrlich. Aber ich glaube, wenn man das nicht, die Technologie nicht annutzt, positiv sozusagen die Leute davon zu begeistern, mitzumachen und zu sagen, tut es doch mit, dann haben wir, glaube ich, schon verloren. Und als solcher möchte ich alle ganz herzlich einladen, auch bei der Digital Society mitzumachen, natürlich auch bei Mimikama zu spenden. Ihr braucht ständig Geld dafür, euren Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir versuchen uns auch mit den anderen Organisationen, die es gibt, in Österreich vor allem zu vernetzen, die bestimmte Themenbereiche auch betrachten, weil ich glaube, man kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Und deswegen würde ich euch auch alle gerne einladen dazu, Mitglied in der Digital Society zu werden. Es gibt auch nächste Woche, Dienstag, glaube ich, steht es auf der Homepage, ein Meetup. Wir haben es falsch geschrieben. Meetup mit EAT, weil wir wollen dabei auch was essen und diskutieren über das heute Gehörte und auch weiter nachdenken darüber, was wir denn so tun könnten in dem Bereich. Wir haben dann immer da auf der Tafel drei Spalten. Das erste ist, was sollte denn die Politik tun? Das ist das Leichteste. Ich wünsche mir was die Politik tun sollte. Man sollte, ne? Ist immer die Aussage. Das zweite ist schon ein bisschen konkreter. Was könnte denn die Digital Society dazu tun? Wenn wir uns zusammentun, was könnten wir lokal bewegen? Und das erste ist das Allerschwierigste. Was würde ich gerne dazu tun, damit wir dort weiterkommen? Also das ist immer das Schwierigste natürlich, dass man selber sagt, was mache ich jetzt dazu. Wie gesagt, wir laden euch gerne ein. Weihnachten steht vor der Türe. Wir haben Jahreswechsel bald. Wir laden alle zu einer kleinen Weihnachtsfeier, X-Mess-Feier in die Räumlichkeiten hier am Freitagnachmittag ein. Ist auch auf der Homepage drauf. Bitte einfach anmelden. Es gibt Punsch und Kekse und diskutieren können wir. Und ansonsten bleibt mir nur ein frohes Weihnachtsfest. Viel Gesundheit und Glück fürs neue Jahr zu wünschen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, dass wir mit unserer Vision weiterkommen, nämlich eine freie digitale Welt zu haben, die für uns alle besser wird. Dann Dankeschön fürs Kommen.